Happy Tuesday an alle Atlanta Falcons Germany Fans und alle anderen Football Fans da draußen hier bei uns auf unserem YouTube-Kanal der Atlanta Falcons Germany Community, des Live-Talk-Teams, des Podcast-Teams, wie man es auch gerne nennen möchte. Wir haben Dienstag heute, wir haben Victory Week und wir haben über einen schönen Sieg zu sprechen heute, was wir sehr, sehr gerne machen wollen. Wir haben am Ende auch eine ganze Menge Fragen, die wir durchsprechen werden. Das sind so unsere zwei großen Themenkomplexe. Aber bevor wir da reinspringen, erstmal die Vorstellung der Jungs, die sich hier heute Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass Dominik aus Wolfsburg wieder mit dabei ist. Guten Tag. Guten Tag. Unser Nico aus Epe hat sich die Zeit genommen. Danke dafür. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Und, ich mach's richtig, Kevin aus Düsseldorf, hier schräg links unten. Hallo. Ja, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen können und schön, dass wir entspannt und locker über Football reden können. Ist ja eigentlich mittlerweile eine feste Zeit geworden. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 47. Ja, seit Februar sind wir schon dabei. Und dienstags nachmittags ist fest eingeplant für mich, für die meisten von euch auch. Und dementsprechend schön, dass wir auch immer wieder jetzt mehr Zuschauer haben, die sich gerne über die Kommentare hier einblenden und quasi mitsprechen können. Wir machen das hier bewusst interaktiv, sodass jeder quasi teilhaben kann. Also wenn ihr Fragen habt, gerne hier mit rein und dazu gesprochen beziehungsweise einfach euren Kommentar abgegeben. Wir nehmen eigentlich fast jeden Kommentar hier mit rein, es sei denn, der ist irgendwie nicht so beschreibenswert, weil er vielleicht die Etikette des der guten Erziehung vielleicht nicht gerade trifft. Aber im Großen und Ganzen sind hier nur sehr, sehr tolle Mädels und Jungs. Also von daher freue ich mich schon darauf, dass ihr gleich hier wieder mit dabei seid. Wenn ihr schon da mit dabei seid, gerne ein Like hier drauf hauen bei YouTube. Das hilft uns. Ja, macht auch gleich ein Abo, wenn ihr wollt, und die Glocke drücken. Ja, dann verpasst ihr auch nicht den nächsten Talk, der ja immer Dienstag 17.30 Uhr ist, aber ich sage das jetzt gleich schon mal an, morgen 16.30 Uhr der Preview-Talk mit den Panthers. Ja, nicht Freitag, sondern morgen bereits. Das ließ sich leider zeitlich nicht anders bewerkstelligen. Ich werde mit dem El Presidente aus Köln sprechen, Tobias itself, gibt sich die Ehre, mein Lieblingsschmusekater. Ja, ich werde mich morgen schön frei von der Leber hier mit ihm treffen und wir freuen uns beide schon auf einen sehr enthusiastischen und freudvollen Talk. Ja, das werden wir auf jeden Fall morgen machen, 16.30 Uhr. Deswegen haut auf die Glocke, dann könnt ihr das auf gar keinen Fall verpassen. Und das Zweite ist, bevor wir dann gleich ins Recap starten, ich möchte nochmal ein großes, großes Dankeschön an die Dolphins Germany e.V. Community geben, an die Dolphins an sich. Ja, das war eine riesig geile Woche, die Vorbereitung, die Woche an sich, das Spiel an sich. Wir haben in Berlin einige von den Jungs da gehabt und haben einen sehr, sehr vergnüglichen und tollen Abend miteinander verbracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch viele Projekte noch in der Zukunft machen werden. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da ist ja ein bisschen was in Planung. Wir teasern das schon so ein bisschen an. Also von daher, bleibt dran und kriegt mit, was hier demnächst passiert. So, einmal noch kurz die Kommentare, die schon da sind. Remedy Radio ist dabei. Ja, großartig. Unsere Rams-Freunde. Schön, dass ihr hier dabei seid. Erzfighter Luca mit einem Hallo. Unser Dave aus Stuttgart. Happy Victory Tuesday zusammen. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann. Wünsche allen eine geile Show. Danke, Dave. Wir geben unser Bestes. Der Christoph ist mit dabei. Huhu, ihr süßen Dirtybirds. Wir hören uns im Podcast morgen. Okay, er kann nicht, aber dann bitte morgen. Ich werde das heute Nacht hochladen. Dann kannst du da bitte hören. Der Sascha Heinicke mit einem Hallo zusammen. Moin, moin vom Ismael. Im Wolfsburg-Trikot. Alle zusammen. Oh, ist Wolfsburg-Trikot? Oh, ja, stimmt. Ja. Gut gesehen. Ja, der Dominik hat es sofort gesehen. Und von Danny Preuss hier aus Berlin ein Hi, Leute. Großartig. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bleibt auch dran. Das ist auf jeden Fall nicht zu eurem Schaden. Wir quatschen ein wenig über Football und fangen gleich mal an mit einer, wie nennen wir das jetzt mittlerweile? Eine Grundstimmungseinfang. Dominik, zum Spiel. Ein Satz. Kriegen wir es hin, bevor wir dann ins Detail gehen?
Einen Satz muss ich gar nicht dazu sagen. Ich muss nur auf meinen Pullover zeigen. Ich trage keinen Dolphins-Pullover. Oh, stimmt. Stimmt, du hattest eine Wette. Erzähl mal kurz für die, die es nicht mitgekriegt haben. Oh, das sprengt jetzt aber wieder den Satz, den ich nur sagen sollte. Ich war letzte Woche Mittwoch bei den Dolphins im Dolphins Drive, deren Podcast, und ich habe mich auf eine Wette eingelassen. Und mein Wetteinsatz war ein Livestream im Dolphins Pullover. Dem bin ich mal aber ganz, ganz nett entgangen. Ja. Im Großen und Ganzen im Podcast hatten wir noch gesagt, wenn die Dolphins 38 Punkte machen, da war jemand zu mutig. Da meinte ich, ihr macht keine 38 Punkte gegen uns, im Leben nicht. Im Nachhinein haben wir es dann sogar noch so ein bisschen geregelt, dass es generell bei einem Sieg der Dolphins so laufen würde. Ah, okay, siehst du, noch besser. Konntest du dich dem entziehen? Hast du überhaupt einen Dolphins-Pullover? Ich habe tatsächlich einen, noch vor meiner Footballzeit, als ich jung war, fast schon 15 Jahre her, da war ich meinen Onkel besuchen in Florida, und ist immer eine gute Idee, einen Pullover zu kaufen in Florida, und da hatte ich mal einen auf Miami Dolphins. Ist häufig kalt dort, oder? Ja, großartig. Also bei dir zum Glück nicht das, was dem Armin widerfahren ist vom Washington Football Team, der im Schrank ein damals noch Redskins Trikot hatte oder T-Shirt und dann Washington Football Team Fan geworden ist, hat bei dir dann doch nicht gereicht. Wollen wir fragen, warum, oder lassen wir das einfach? Warum es nicht Miami Dolphins wurden? Ja. Na, wo ich mich für Football interessiert habe, waren die Falcons einfach ein geiler Shit bis heute hin. Bis heute hin, großartig gesagt. So, jetzt dein Satz oder dein Eindruck zu dem Game, damit wir dann da auch einsteigen können. Kurzer Satz wird sein, trotz diverser Ausfälle super gemacht und den Sieg geholt. Okay, Nico, dein Eindruck kurz gefasst. Mein Eindruck kurz gefasst, Matt Ryan hat Eis in den Venen und hat einen fantastischen Game-Winning Drive zu Ende gespielt. Ja, darüber werden wir reden. Zu Ende gespielt ist, glaube ich, das, was bei vielen letztlich auch präsent war. Dieses, wir haben das Spiel nicht verloren. Ja, und es hätte wahrscheinlich ein Jahr früher vielleicht so kommen können. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Kevin? Nico hat mir tatsächlich den Satz geklaut und wollte genau das sagen. Und jetzt, ich will auch nichts Besseres sagen. Musste ich schnell überlegen, jetzt sage ich einfach nur, war ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Good game. Okay, großartig. Sorry, Kevin. Ja, aber ich glaube, tatsächlich ist das ein Eindruck, den wir jetzt sowohl aus dem Jets-Game in London nehmen können, dass wir das Ding hinten raus nicht noch verloren haben, obwohl wir ja auch gehört hatten, beziehungsweise ich habe es mitgekriegt von der Gangrene in deren Podcast, dass sie nicht so wirklich dran geglaubt hatten, dass sie wiederkommen. Aber wir kennen das halt. Ja. Und wir haben tatsächlich einem Rückstand mit 2 Minuten, was waren das, 30 noch auf der Uhr, zu einem Game-Winning-Drive umgewandelt. Eine feine Sache, kann man letztlich nicht drüber meckern. Ja, zum Spiel selbst. Dominik, du hast dir auch ein paar Notizen gemacht. Willst du mal mit einer anfangen, was dir besonders ins Auge gefallen ist? Ja. Erzähl mal. Ich bin mit unserer Defense immer wieder erstaunt, was für ein Personal wir aufs Feld schicken. Man muss immer bedenken, wir haben zwischenzeitlich ohne AJ Terrell gespielt, ohne Moreau, ohne Oliver. Das sind 3 Starting Cornerbacks. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nennt mir eine Franchise in der NFL, die ohne 3 Starting Cornerbacks spielen muss. Und dafür hat es die Reserve, die sehr junge teilweise Reserve, sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang des Spiels, ich habe es auch so ein bisschen in unseren Discord-Server geschrieben, wo ich hier auch wieder alle Zuhörer einlade, kommt gerne auf unseren Discord-Server während des Spiels. Auch sehr interessant mit der ganzen Community zu schreiben. Und da ist mir ja schon was aufgefallen, da habe ich gleich geschrieben. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Williamson sich um Waddle kümmert. Das hat er auch ziemlich, ziemlich schlecht gemacht in meinen Augen. Und das wurde dann auch schnell korrigiert. Und ich glaube, so ab dem 2. Quarter hatten wir dann Richie Grant gegen Waddle, der es deutlich besser gemacht hat auch. Man hat es dann auch an der Produktion von Waddle gesehen, der am Anfang wirklich noch sehr, sehr abgeliefert hatte. Aber Grant hat ihn ein bisschen besser im Griff. Natürlich nicht überragend, aber er ist auch immerhin noch ein Rookie und als Safety auch auf einer ungewohnten Position gespielt. Ansonsten
Wo sind wir eigentlich gelandet, dass ein Waters bei uns 15 Snaps sieht als Linebacker und JTM zum Beispiel nur 7? Also das fand ich wirklich, wirklich interessant. Mekhi Walker wieder gar nicht präsent auf der Linebacker-Position. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr erstaunt, in welchem Personal wir spielen in der Defense. Ja, David schreibt hier auch nochmal, Harris hat zum Ende hin auch nochmal gefehlt, unser Safety. Mhm. Stimmt, der war dann auch verletzt. Ja. Definitiv. Nico, du hast, glaube ich, angesetzt, du wolltest gerade sprechen. Nee, ich habe nur kurz einen Witz gemacht, weil Waters, wer ist das? Wer ist das? Gibt es den Namen bei uns im Team? War mir nicht mal bekannt. Ja. Also ich hab gerade geguckt hier, er taucht in der Tackle-Statistik hier nicht auf, deswegen konnte ich ihn jetzt gerade nicht zeigen. Ich habe hier eine andere Grafik jetzt gerade offen. 15 Snaps hat er gespielt. Der vorbeigeflogen ist. Unsere Tackles waren auch mal wieder nicht so. Ja, mein kurzes Statement, was ich so rausnehmen kann, oder? Zu der Defense? Ja, also fangen wir bei der Defense an. Ist okay. Ja. Bei der Defense. Ja, wir sind extrem ausgedünnt, auf jeden Fall im Backfield, das merkt man wohl. Und dann nehme ich anstatt den Tackles, wieder mal nicht gefallen hat, ganz klar, wir kriegen die Schlinge nicht zugezogen beim Quarterback. Wir legen sie immer um den Hals, aber wir können sie nicht zuziehen. Also wir kriegen es irgendwie immer hin, dass die Quarterbacks doch noch aus der Pocket rauskommen, um den Ball günstig loszuwerden. Und dann kriegen wir es hin, mehrfach, nicht nur in diesem Spiel, dass wir beim 3. und 15, 3. und 20 einen First Down kassieren. Wie ist das möglich? Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen von der Defense. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Deion Jones war mal wieder ein bisschen präsenter. Ja. Obwohl auch ein fieses Tackling hat er ja verpasst, wo Tua gescrambled ist raus. Ah, das war böse. Ja. Ich habe mir sagen lassen, der war bei dir auf der Bank sehr aktiv, ne, Kevin? Nein, bei mir war die Hälfte meiner Spiele auf der Bank diesmal. Kevin hat es richtig verpennt. Das ist Fantasy, bitte nicht die Leute hier durcheinander bringen, ja? Auf jeden Fall, ja. Ich hatte das Gefühl, der war jetzt irgendwie ein bisschen präsenter als die Wochen davor. Ich habe mir die Statistiken von ihm nicht angesehen. Also ich weiß nicht, wie gut er wirklich gespielt hat jetzt, schlussendlich, laut den Statistiken. Er sah aber ganz gut aus. Ich glaube, ganz schwach im Tackling, aber ganz okay im Coverage hat er von PFF gekriegt, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Kannst du mal ganz kurz gucken, der hat einen 63er 9 Overall gekriegt, Coverage bei 70 und der Rest, naja, so 60 und drunter. Tackling bei 47 und Run Defense 51, war aber mit, ich glaube, 15 Tacklings insgesamt der beste Tackler oder der am meisten getackelt hat. Und der hat sogar auch noch einen Sack gemacht. Also er war so ein bisschen omnipräsent. Er war so ein bisschen omnipräsent und dementsprechend ist der Eindruck, den Kevin hat, mir auch zumindest so im Kopf gewesen oder zumindest präsent gewesen, definitiv auffälliger, unser Linebacker. Du hast Walker angesprochen. Es gibt auch eine Auerfrage dazu, die kann ich ja hier schon mal gleich mit reinbringen. Wenn wir das mal so defensemäßig jetzt aufziehen, warte mal ganz kurz. Wo habe ich sie? Was ist eigentlich mit Walker los? War so ein Bright Spot letztes Jahr. Was glaubt ihr? Was ist da los? Ist Dean Pease nicht überzeugt von ihm? Ist er vielleicht ein Opfer? Wird er ein Opfer vielleicht in dieser ganzen Linebacker-Situation, die wir ja noch so ein bisschen bewertet haben mit entweder Olukon oder Jones und bleiben vielleicht letztlich beide und Walker geht? Was ist da passiert? Was kann man da sagen? Schwer einzuschätzen, glaube ich. Wir sind ja alle sehr außenstehend und können leider auch die Trainings nicht so wirklich beurteilen. Vielleicht kommt er wirklich mit dem Scheme nicht zurecht von Dean Pease. Das hatten wir ja auch schon von Richie Grant gehört, eine ganze Zeit lang, dass er deswegen nicht gespielt hatte. Bei Walker ist es ja vor allem so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich, wenn es falsch ist, er war am Anfang der Saison ein bisschen präsenter, bin ich der Meinung, so die ersten zwei Games. Ich glaube, da hat er viel mehr Snaps gesehen. Habe ich aber die PFF-Grades nicht mehr im Kopf. Und wie positiv er da wirklich auch letztendlich war. Also er ist mir jetzt nicht positiv in Erinnerung geblieben, jedenfalls. Ich weiß nicht, was Nico und Kevin da noch vielleicht für eine Idee hätten. Keine bessere. Ja, ich finde es auch schwierig, wie du gesagt hast. Also
man kann sich da irgendwie auch schwer reindenken, was halt wirklich der Grund sein könnte. Könnte das Scheme sein, aber allgemein kommt das, glaube ich, auf, oder trifft das vielen Spielern zu, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Kommen wir bestimmt später nochmal dazu, zu wem. Ja, schwierig. Also, ich glaube, es kommt schlussendlich darauf an, und wenn halt andere Spieler einfach besser performen, jetzt schon, dann natürlich lieber die nehmen, als jemanden, der halt ein bisschen struggelt noch und seine Zeit einfach braucht. Er ist anscheinend für Special Teams jetzt erstmal drin. Anscheinend muss er sich da die Sporen verdienen. Ich habe gerade mal geguckt, 16 Snaps oder 15 Snaps. 16 Snaps hat er gemacht. Also damit hat er fast alle Snaps im Special Teams gemacht. 20 war wohl hier das größte. Richie Grant hat die meiste Anzahl hier auf jeden Fall. Da hat er überwiegend gespielt, Kick Return oder Kickoff, je nachdem. Er darf nicht so richtig dabei sein, obwohl er, ja, Bright Spot, er hat es gut geschrieben hier auf Instagram zu den Auer-Fragen. Wir sind auch ein bisschen verwundert. Jetzt haben wir Richie Grant zumindest drin, aufgrund der dünnen Personaldecke. Und man muss dazu sagen, so als Falcons News hat es dann auch TJ Green erwischt. Er ist ja einmal komplett daneben gesegelt. Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr, wer da zum Touchdown. Der Running Back, wer ist er? Gaskin, oder? Ja, genau. Da ist er erst einmal rum. Ich glaube, das war der entscheidende Neckbreaker. Und dann ist er wirklich gleich mal, ja, also gleich am nächsten Tag geschasst worden. Er hatte es ja sowieso nur überraschend ins Roster geschafft. Ich weiß noch, der war vor der Saison gar kein Thema, hatte dann aber ganz, ganz starke Preseason-Spieler und war einer der überraschenden Namen für uns alle auf der Liste. Ich erinnere mich noch. Stimmt. TJ Green war definitiv überraschend und er hat gute Games gemacht, ja. Er hat sich aber schon mehrere größere Böcke geleistet, will ich jetzt auch sagen. Und das war jetzt halt entscheidendes Momentum im Spiel. Und auch gegen Washington war er nicht so überzeugend. Mit der einen tiefen Touchdown-Bombe. Wisst ihr noch, welche ich meine? Da war er doch in der Endzone. McLaurin quasi sich nur umgedreht hat und ihn gefangen hat. Richtig. War das Ding? Ja. Wo er richtig die Orientierung verloren hatte. Ja. Wobei, ja, also das würde ich ihn noch nicht mal hundertprozentig ankreien, weil das ist, wenn du da keinen Support hast und nicht den Ball siehst, dann ist es undankbar aber für dich. Hat vielleicht dazu beigetragen letztendlich, ne? Wahrscheinlich. Denke ich auch. Ich denke aber auch, einer der Gründe wird sein, dass sich Richie Grant gerade reinfindet. Er hatte jetzt Sonntag wieder 58 Snaps gehabt. Ich denke, das wird einer der Gründe sein, warum man mittlerweile auf TJ Green verzichten kann, sich traut, auf ihn zu verzichten. Jetzt nach London war es, glaube ich, das zweite Spiel, wo Richie Grant eben mehr Action gesehen hat. Ne? Und ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich denke, der hat in London dann doch überzeugen können. Und die Trainer haben sich beraten, gesagt, ja, er hat uns im Spiel doch besser gefallen, als wir vom Training den Eindruck hatten. Wir sind eben besetzt und jetzt hat er nochmal ordentlich gespielt. Und jetzt bekommt er die Position und ganz ehrlich gesagt glaube ich auch, dass sie ein bisschen, ja, die lassen ihn jetzt drin. Also mit Jalen Mayfield hat es auch geklappt. Warum soll es mit ihm jetzt nicht auch klappen? Learning by doing. Wir haben ja neun DB ins Practice Squad uns geholt. Ich kann den ja mal hier ganz kurz zeigen. Captain Kirk, oder zumindest unser Captain Kirk, ja, Luther Kirk, hat noch keinen Snap in der NFL gesehen. Er scheint hier von den Cowboys als Free Agent gekommen oder zumindest einen Fuß in die NFL gekriegt zu haben. Er ist von irgendeinem anderen Team gekommen. Er wurde gedraftet bei den Cowboys, ne? Ja. Genau, und letztlich war er bei den Vikings. Ja, hat dort aber auch keinen Snap gesehen und ist jetzt bei uns. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und ich habe leider jetzt kein wirkliches großes Paket vom College hier bei PFF. Ja, aber er hat dann für die, wie hießen die, Illinois State Redbirds gespielt und insgesamt 85 Tackles in 2 Jahren kreiert als Safety in dem Fall. Ich glaube, das ist ein Safety, zumindest Defensive Backfield. Mal gucken, als was er dann eingesetzt wird und wo man ihn dann hinbringen möchte. Wir haben eine sehr, sehr dünne Decke. Also ich war ein bisschen verwundert, als sie ihn rausgekickt haben. Oliver weg, Moreau und Terrell angeschlagen im Spiel. Wer weiß, was da sich dann auch ergibt. Ja. Und Sheffield haben wir jetzt ja noch. Ja, Williamson hieß er. Ja, der mir auch nicht gut gefallen hat am Anfang. Ich dachte, was ist da los? Ist der 29er, oder? Williamson ist der 29er, oder? Ja, genau. Ja, der hat, wie gesagt, gegen Waddle, ich weiß nicht, wie man darauf gekommen ist, Williamson gegen Waddle zu stellen. Das war ja für mich sowieso überraschend. Ja.
Also viel haben wir da nicht mehr. Und dann schmeißt er dann auch einer raus, der sich zumindest auskennt mit dem Scheme so ein bisschen. Oder denkt man zumindest. Ja, und er ist natürlich auch ein ungelernter Safety, aber das auf Cornerback. Aber das dürfte jetzt auch ein bisschen länger sein. Also wie TJ Green. Ausrede. Ja, TJ Green. Der hat ja auch bei uns als Safety begonnen, ne? Hat auch als Safety bekommen und dann Cornerback. Ja, als Preseason wurde er noch als Safety geschrieben und hat sich dann aber auf Cornerback irgendwie reingespielt. Ja. Wird spannend zu sehen sein, was wir da machen und ob wir uns vielleicht noch was holen. Die Deadline ist wann nochmal? 3. November? Ich glaube 3. November, oder? Richtig. Die Trading Deadline? Genau. Also bis dahin kann noch ein bisschen was passieren. Gerüchte halber ging es ja auch mit um unseren Kicker Q, dass der irgendwie in einem Trade-Deal drin sein soll. Aber ich glaube, jetzt, wo Elliot Fry das 758. Mal aus dem Practice-Squad geschmissen wurde, ja, der arme Elliot Fry. Schon Kicker, wieder raus, ja. Ist schon wieder raus, ja, ja. Ich schon wieder raus. Also, ich habe das ist so, geschrieben, das wievielte Mal ist der jetzt gesigned worden? Ja, ja, also wir haben ja, Dominik hat, glaube ich, geschrieben, Running Gag, ja, wir machen mal Kicking Gag draus. Also das ist echt fies. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so langsam an seinem Inneren zerrt, so, ja, jedes Mal wieder rein und raus, aber wer weiß, welche Übereinkunft die haben. Und, vielleicht kriegt er jedes Mal so ein kleines Handgeld dafür auch. So wird er auch mal an seiner Stelle. Wetzel hat es auch nicht mehr geschafft. Der war, glaube ich, der eine, war das ein O-Liner? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Also ein Herr Wetzel ist auch raus. Und wer ist noch mit dabei? Und ja, genau, TJ Green im Endeffekt. Gut, gehen wir kurz auf die Defense-Line. Wir haben ja schon gesagt, wir haben von der Defense-Line selber keinen Sack gekriegt. Allerdings gab es 5 Pressures, beziehungsweise 2 Quarterback-Hits von Grady Jarrett. Der hat ziemlich gerockt, auch PFF-Grade-mäßig hoch in den 70ern. Da war auf jeden Fall ein bisschen mehr und ich glaube auch mit der erfolgreichste Defense-Liner im Endeffekt. Aber du hast es schon erwähnt, wer hat das erwähnt? Ich glaube, Nico hat das erwähnt gehabt. Ja, wir kriegen die Schlinge nicht zu, wir kriegen letztlich die Quarterbacks nicht mit der Front 4. Ja, was oftmals haben wir das in Situationen, also oftmals mir fällt auf, wir machen das, wir haben dann doch den dritten und lang dann irgendwie hinbekommen, meistens dann vielleicht noch durch den Penalty. Und das war jetzt zweimal bestimmt nah an der Endzone bei uns im Spiel und auch relativ spielentscheidend am Ende fast schon im vierten Quarter, also relativ verdummt mit der Zeit. Und wir bringen den formellen Rush Richtung Quarterback und dann ist nach hinten runter auf einmal alles offen. Aber alles, weil einfach viel zu viel Zeit da ist für Tour, um den Ball anzubringen. Trotzdem. Ja, nicht nur das. Es ist ja auch, wie gesagt, also wir sind ja im vierten Quarter auf der letzten Rille gefahren. Also da war ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte in unserer Defense, war ja raus eigentlich im Backfield. Das musste man einfach so sagen. Und was kann man noch sagen? Das meiste vermisst man in seinem Leben erst, wenn es nicht mehr da ist. Und hat man es gemerkt, dass Fowler nicht da war? Hat man es gemerkt? Dabei, ja. Also ich glaube, mit Fowler noch zusätzlich hätten wir bestimmt mehr bewirkt. Ich will jetzt nicht so vermessen sein und wir hätten uns einen Sack rausgeholt, aber ich denke, man hat schon gemerkt, dass Fowler dieses Jahr doch einen gewissen Impact hat auf unser Pressure. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich in einem Spiel Fowler und Oliver vermissen würde oder in der Saison, ich hätte mir verrückt erklärt. Ja, so kann sich die Zeit ändern. Dave schreibt nochmal, durch Grady ist der Pick von Olukun entstanden, also das nochmal gerade zu der Defense-Line, die wir sind immer so ein bisschen zeitversetzt, so ungefähr 10 Sekunden, deswegen kommt das manchmal ein bisschen später, auch von uns nicht wundern im Podcast, wenn wir das manchmal so ein bisschen nachhaken hier. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir live sind. Ihr seid vielleicht die geschnittenen und convenient gemachten Podcasts gewöhnt. Hier ist alles live ohne doppelten Boden. Ja, und von daher gibt es auch manchmal so ein bisschen Verhaspler beziehungsweise Verhaker. Ja, nehmt es uns bitte nicht krumm. Aber ja, danke Dave für den Einwand da nochmal, was Grady gemacht hat. Und ja, und vor allen Dingen, ich finde Olukun, sag ich schon, Fowler, eine Sache, ich persönlich, ja, war nie einer, der auf Oliver so richtig rumgehackt hat. Ja, deswegen hat mich ja umso mehr seine Entwicklung ja auch gerade als Slot-Safety mehr oder weniger begeistert. Und ich vermisse ihn schmerzlich, weil ich glaube, der hätte richtig gerockt auf der Position. Was natürlich bedeutet hätte, dass Richie Grant wahrscheinlich weniger Playtime gekriegt hätte. Jetzt muss er dafür einspringen und gucken und zeigen, was er kann. Aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut geworden. Ich hoffe, wir kriegen ihn irgendwie nochmal zurück, weil es ist ja auch sein letztes Jahr und der müsste jetzt in die Vertragsverhandlungen gehen.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn er so verletzungsmäßig drauf ist, dass es vielleicht heiß bei unserem GM auf Wiedersehen. Weil Terry ist knallhart, ja, also beziehungsweise Arthur Smith. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht nicht mehr wiedersehen. Naja, mal sehen. Mal sehen, was da passiert. Wollen wir zur Offense kommen? Wollen ich kann mal ja Offense, mit einer schönen Statistik starten, wenn ihr wolltet. Fang doch mal bitte an. Erzähl doch mal. Also NFL Allgemeinstatistik, die ich heute gefunden habe. Mhm. Unter den Top 10 Receiving Grades bei PFF sind Christian McCaffrey auf 1, Devontae Adams auf 2, Cooper Kupp, Andrews, Deontay Harris, Brandon Bolden, Gronk, Patterson, Kelsey und Pitts. Was bedeutet, unter der Top 10 sind die Falcons die einzigen, die zwei Spieler haben mit einem Top-Grade in Receiving. Fand ich eine sehr geile Statistik. Wie weit uns das nachher hilft, ist eine andere Frage, aber finde ich schon sehr geil. Bisschen verwunderlich natürlich, oder eher nicht für uns, die jedes Spiel schauen, nicht verwunderlich, Calvin Ridley nicht dabei. Gegenteilig, ziemlich weit unten gewesen. Ja. Wird sowieso interessant. Könnten mir vorstellen, dass wir vielleicht nachher nochmal im Speziellen über ihn reden. Ich habe eine der größten Veränderungen festgestellt zum Spieltag 1. Im ersten Spieltag hatten wir 9 Penalties in der Offense. 9 Stück. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen das Spiel gekostet gegen Philly. Wir haben seitdem in den letzten 5 Spielen insgesamt 8 Offense-Penalties gekriegt. Ich glaube, alleine das ist schon ein mega, mega großer Impact für unsere Offense. Nicht jedes Mal nach einem erfolgreichen Play. Wir hatten ja auch erfolgreiche Plays gegen Philly. Ich erinnere mich, die wurden immer wieder zurückgepfiffen. Das war auch so, weiß ich noch, so die Mayfield-Zeit, wo er so ein bisschen gestruggelt ist. Ich glaube, er hatte alleine von den 9 Penalties, glaube ich, 5 Stück oder so. Mega, mega Impact. Und da zeigt sich auch einfach das Coaching in den Trainingscamps und die Extra-Runden, die gelaufen sind. Ich möchte nicht wissen, wie viele Runden, die nach Week 1 gelaufen sind, zur Strafe unter Arthur Smith, muss Horror gewesen sein, dass danach insgesamt in 5 Spielen nur noch 8 Penalties überhaupt kamen von unserer Offense. Die durften nach Flory, oh, wie heißt das, Flory Branch? Oh, wie spricht man das aus? Ich weiß, also zum Trainingsgelände, das ist ungefähr 60 Kilometer weg von Atlanta, durften die wahrscheinlich hin joggen. Ja, also Flory Branch, so heißt es, glaube ich. Oh Mann, das war ich, Florida. Was kann man noch mit dazu sagen? Wir haben was notiert gehabt. Ach ja, wir haben ja alle jetzt dieses, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Catch von Pitts, das Video, ich hab's bestimmt, oh, lass mich lügen, 50 Mal angeschaut. Also, das war ja Zucker. Ich find's auch geil, dass wir den Jungen dafür so viel Aufmerksamkeit geben. Finde ich richtig geil, hat er sich verdient. Aber wer mir immer zu kurz kommt, also das Ding von Matt Ryan kam ja wohl on the money. Also, den wirft so auch nicht jeder. Und worüber gar keiner redet, der Touchdown von Gage. Kommt mir viel zu kurz. Also was Matt Ryan, hätte der den Fumble nicht gehabt und diese unsägliche Interception, die eigentlich, ich finde, fast zu 100% auf Ridley geht, hätte ich mal gern, also der hätte ja ein PFF-Grade haben müssen von 99, Matt Ryan. Der hat so. Ja, gut, okay, 99 vielleicht nicht. Also, aber Matt Ryan ist mit 83 sehr, sehr hoch bewertet auf jeden Fall. Und da ist eben dieser Fumble mit drin. Der Fumble und die Interception, das muss man immer mit dazu sehen. Ja. Kommt mir viel, viel zu kurz. Props an Pitts, an Gage, alle raus. Klar, richtig geil gemacht, aber Matt Ryan kommt mir viel zu kurz in dieser Diskussion. Und wir hatten es ja auch ein bisschen mit auf Twitter eine kleine Diskussion mit. Ja, Fields hat es so schwer mit seiner O-Line, die gibt ihm nicht genug Zeit. Es gibt eine schöne Statistik. Fields hat viel, viel mehr Zeit oder er hat seine Offense-Line hat viel bessere Passing-Grades, Passing-Block-Grades als unsere O-Line. Mhm. Aber Ryan hat die geileren Statistiken. Und wie gesagt, da möchte ich einfach mal hervorheben, Matt Ryan kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ansonsten habe ich noch zwei kleine Sachen. Ja. Ganz kurz, auf das, merkt ihr das bitte ganz kurz. Ja. The most underrated quarterback wahrscheinlich in NFL History, gab es letztens auch wieder einen Tweet, frag mich jetzt nicht von wem. Ja, dachte ich auch so, ja,
trifft genau das, was du gerade sagst. Nur mal kurz die Zahlen, damit man das mal mitkriegt, weil die ersten Games hat er ja so nudelarmmäßig gewirkt oder hieß es, er kann nicht mehr die langen Dinger bringen. Ja, bei den 20-plus-Yard-Bomben, die er rausgehauen hat, hat er 5 von 5 für 165 Yards und einen Touchdown. Ja, also die Dinger sind richtig diesmal on the money, wie du sagst, oder Dimes, wie der Amerikaner sagt, hat er da verteilt. Also klar, du hast einen Kyle Pitts, der die großen, auch gerade im letzten Drive, die beiden Dinger gefangen hat, aber die musst du auch erstmal so fliegen lassen, dass sie eben bei ihm auch direkt in die Arme reinfliegen. Absolut, was du sagst, Props an Matt Ryan. Phänomenal. Geiles Game. Und hier schreibt auch der Alex Wurzer, Matt Ryan ist ja im Moment wirklich on fire. Ja, so kann man es definitiv sagen. Richtig. Sorry. Das wollte ich nur mal kurz einschieben. Ich habe auch nur noch zwei kleine Sachen. Einmal möchte ich loben, weil wir deswegen viel kritisiert wurden, oder eher gesagt, Arthur Smith viel kritisiert wurde. Clock Management war super. Diesen letzten Drive, den haben wir genial gespielt. Kann man vielleicht mutlos sagen, weil sehr konservativ zum Schluss. Also man hatte dann auch das Gottvertrauen in Kuh, ne? Ist aber alles okay. Wer gewinnt, hat recht am Ende. Das weiß Nico zu gut aus Fantasy. Und was ich noch sagen möchte, ist Ogundiji, Special Team, Field Goal geblockt. Mhm. Und wir haben mit zwei Punkten Unterschied gewonnen. Nicht zu unterschätzen, dieser Impact, weil sonst hätten wir nämlich auf einen Touchdown spielen müssen im letzten Drive. Ja. Und große Karriere, glaube ich, an ihm. Ich glaube, er wird mal ein richtig guter. Habe fertig, Entschuldigung, dass ich so einen langen Atem heute hatte. Um Gottes Willen, rede so lange, wie du möchtest, großartig. Ich habe die Zeituhr dreimal umgedreht hier, die. Ja, die zu Recht. Du hast dreimal umgedreht. Aber auch von mir nochmal dieses, was du sagst, konservativ. Ich fand es gar nicht konservativ. Das ist genau das, wie man es spielt. Ja, also klar, wenn Patterson da irgendwie nochmal durchgekommen wäre und einen Touchdown gemacht hätte, wäre es mir persönlich auch lieber gewesen. Aber so konnten wir es wirklich direkt auf 3 Sekunden runterspielen. Und den Dolphins, ja, sorry an die Dolphins-Fans, das zweite Mal in Folge, ja, leider mit auslaufender Uhr jetzt so eine Niederlage bescheren. Das war definitiv für die Jungs nicht schön. Und ich habe, weil wir das ja auch letztlich in der Wilma gefeiert haben. Wir haben es ja auch noch mal quasi auf Video. Ich zeige es mal einmal ganz kurz groß. Carsten wird mich jetzt hassen dafür. Ja, kann man das sehen? Ja, das ist quasi jetzt das Field Goal ein bisschen verpixelt. Da geht's durch. Ja, und jetzt, mein lieber Freund Carsten, mit der 76. Ja. Aber deine Ruhe möchte ich haben, in dem Moment das Handy rauszuholen und die Situation zu... Ich hatte Schwitzerhände. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Ich habe so Schwitzerhände gehabt. Ich hätte das Handy, wer wäre mir aus der Hand gerutscht. Ich habe gebetet. Ja, ich habe in dem Moment an weiß ich nicht, keine Ahnung was gedacht und dachte, ach, nimmst du es mal auf. Vielleicht kommt ja was Gutes bei raus. Ich hätte es nicht veröffentlicht, wenn wir verschossen hätten. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber war eine Gelegenheit. Also von daher, schöne Grüße an meinen lieben Freund Carsten. Ich habe im Übrigen, das hat er auch schon gesehen, daraus ein kleines GIF gemacht. Also jedes Mal, wenn mir jetzt einer komisch kommt, dann kriegt er den Doppelcarsten. Ja, nur mal so. Spaß beiseite. Ja, so. Was heißt, sorry an die Dolphins, ganz kurz. Wir können es doch genauso gut nachempfinden, wie es ist, mit Auslaufnot zu verlieren, haben wir auch schon oft genug mitgemacht, ja. Also ja, aber man aber, muss auch mal andersrum laufen, ne? Also bei ich sag mal so, wenn wir verloren hätten, ja, hätte ich es, glaube ich, den Jungs mit am meisten gehört. Es gibt andere Teams, ja, natürlich. Da würdest du sagen, so, ey, da ärgere ich mich viel, viel mehr. Also von daher war das so aus Community-Aspekt jetzt ein Sorry. Von daher. Also verdienter Sieger am Ende auf jeden Fall. Ich finde, am Ende haben wir auch natürlich gewonnen. Aufgrund unserer Red Zone-Effizienz. Aber Kevin, ich wollte dir eigentlich einen Vortritt lassen. Nee, red ruhig weiter. Ich wollte gerade eben noch mal weiter, wenn du schon dabei bist. Du am Recherchieren. Ja, ich habe auch die ganze Zeit recherchiert. Ich bin eigentlich relativ fertig. Gut, dann mache ich doch. Red Zone-Effizienz. Wir haben immer gescored in diesem Spiel, wenn nicht sogar insgesamt die gesamte Saison, wenn wir in der Red Zone waren. Habe ich jetzt nicht ganz 100%, aber wir haben auf jeden Fall die Effizienz erhöht, definitiv. Das ist krass, was für ein Turnaround wir da geschafft haben, vielleicht zum letzten Jahr. Also wenn wir uns das mal vor Augen führen, ich finde, da haben wir bis jetzt noch gar nicht mal, sind wir wirklich gar nicht mehr drauf eingegangen. Letztes Jahr waren wir mit die schwächste Red Zone Offense der Liga und der Turnaround ist einfach 180 Grad da. Ja, instant. Was ich ganz, ganz spannend fand, insgesamt zum Spiel, bevor ich jetzt vergesse, fällt mir gerade ein, war ein Kommentar der Amerikaner, ich hatte es auch in die Gruppe geschickt. Die Kommentatoren meinten, die Falcons sehen nach Woche 7 Arthur Smith besser aus als die Dolphins nach 3 Jahren Brian Flores. Und ja, irgendwo stimmt das. Also was wir als Team da auf die Beine gestellt haben, wie die kämpfen auf dem Platz.
Tuas Leistung aller Ehren. Finde ich, sehen wir doch richtig gut aus in Woche 7. Wo fange ich an? Fange ich an mit einem Kommentar zu Matt Ryan, der in diesem Spiel John Elway überholt hat mit Game-Winning Drives. Und noch ein einzig mehr braucht, bis er Joe Montana überholt. Mit 117 Game-Winning Drives. Nein, 116 Spiele, 117 Spiele. Habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, das ist super. Ja, also ich glaube, das war so sein 40. oder 41. Game-Winning Drive insgesamt jetzt. 41 müsste es jetzt gewesen sein, ja. Ich habe mich nämlich gewundert. Die hatten nämlich eine Statistik eingeblendet. Matt Ryan, 39 Game-Winning Drives. Ich so, hat er denn nicht gegen die Giants den 40. Das war vorletztes Spiel. Das war vorletztes Spiel. Und dann gegen die Giants hat er auch 40 gemacht, ja. Genau. Das meine ich nämlich auch. Da hatten die Amis eine falsche Statistik drin. Der hat den 40. schon gemacht. Ja gut. Das hat er den 41. ist auch absolut genial. Tut ihm auch mal ganz gut, einen Drive dann zu Ende zu spielen. Wir hatten da am Ende, muss ich auch sagen, endlich mal das Glück, dass das Running Game durchging. Also, dass wir neues First Down erwirtschaftet haben. Wäre dem so nicht gewesen, wäre das viel cool, wo weit gewesen. Und ich glaube, bestimmt auch noch 40, 50 Sekunden auf der Uhr. Letztes Jahr gegen Detroit, kann ich mich nur erinnern, haben die 30 Sekunden am Ende ausgereicht, nachdem wir einen Touchdown sogar noch erzielt haben. Also, ich habe eigentlich auch fast gehofft, dass wir nicht durchkommen für einen Touchdown fast. Haben wir schön durchgespielt. Und ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles, was mir wichtig war, gesagt. Kyle Pitts natürlich in aller Ehren. Wahnsinn, was der für Teilen-Statistiken hat. Ne? Also in den letzten 50 Jahren hat das keiner mehr zusammengebracht, was er am Wochenende verbracht hat mit seinen 167 Yards, war das, ne? Auch krass. Matt Ryan übrigens über 300 Yards Passing wieder. Absolut fantastisch. Und der One-Hander, der den Pitts da geangelt hat, ich hab gedacht, der hat den verloren. Also ich habe mich vom Bildschirm abgewandt schon, nach rechts geguckt auf die Red Zone, Fernsehen, und dann gucke ich im Augenblick links, wie alle fallen sind. Hat er den gefangen? Hat er nicht gefangen? Ich habe den wirklich weggesehen, dass er den aus der Hand verloren hat, den Ball. Ne? Ja, der Jubel war groß. Der Jubel auf der Couch insgesamt im Spiel umso mehr. Also ich habe wirklich mitgefiebert. Das Spiel war wieder mal gut zum Mitfiebern. Jetzt möchte ich aber auch noch, bevor ich den Ball an Kevin weitergebe, ich hoffe, der ist fertig, eine wichtige Frage in die Runde aufwerfen. Was ist mit Calvin Ridley los? Kommt er mit dem Scheme nicht so gut klar? Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann catcht er immer noch ca. 60% bis 70% seiner Bälle in dieser Saison pro Spiel. Durchschnittlich würde ich immer so formulieren. Aber seine Effizienz, sein Run after Catch, da dieser Funken, den er letztes Jahr hatte im Spiel, und da war er auch alleiniger Top-Receiver ohne Julio Jones, der springt dieses Jahr bis jetzt nicht über. Und die Unsicherheit, wenn er ballführend ist, die merkt man irgendwie total. Also natürlich hat er absolut bösen Hit kassiert im Spiel, aber er ist jetzt nicht der Playmaker, den wir uns nach letzter Saison vorgestellt haben, bis jetzt. Das ist Kyle Pitts bis jetzt gewesen, diese Saison. Also für mich muss ich da die Frage stellen und auch an euch weitergeben, an die Community gerne, was ist mit Calvin Ridley los? Passt er, findet er nicht richtig ins Scheme rein? Es gab ein paar Gerüchte, warum er nicht nach London mitgekommen ist, und sehr wahrscheinlich scheint der Fakt da zu sein, dass es ein Mental Health Problem war, also dass es möglicherweise was mit Depression oder wie auch immer zu tun hatte, man gesagt hat, okay, wir lassen den Jungen zu Hause. Ja, wir haben ja Hayden Hurst mit seiner, ist das eine Foundation, die er da hat? Ja, also auf jeden Fall mit dem Projekt von Hayden Hurst, da halt darauf aufmerksam zu machen, für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Wir haben es in einer der allerersten Shows, glaube ich, damals auch thematisiert. Ja, Hayden Hurst war so kurz davor, und ich zeige es Ihnen in die Kamera mal, das ist also wirklich ein paar Millimeter bloß, sich das Leben zu nehmen, hat mit starken Depressionen nach seiner Baseball-Karriere zu kämpfen gehabt. Er war also eigentlich ein Pro-Baseball-Spieler, sollte in der Major League... Absolut. Junior, glaube ich, also ich weiß nicht, wie heißt das nochmal, in der Minor Baseball League starten, und hatte wohl auch irgendwie den Sprung in die Major League. Dann ging es mit seinem Arm nicht, er musste operiert werden, es ging alles den Bach runter, er war höchst deprimiert, ja, saß in seinem Auto, und er meinte auch, hätte er an dem Abend eine Waffe gehabt, wäre er jetzt nicht mehr am Leben. Er hat sich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden, hat zum Glück nicht funktioniert und hat dort einen Turnaround geschaffen. Und das zusammen dann mit seiner Geschichte, mit seinem Leben an sich in dieses Projekt gepackt, wo er sehr, sehr stark präsent ist im Netz. Im Übrigen auch mit Dak Prescott letztes Jahr, der zur selben
oder nicht zur selben Zeit, oder zumindest zu der Zeit, wo wir gegen die Cowboys gespielt haben. Kurz davor. Ja, auch diese legendäre Szene, wo er zu ihm danach geht und sagt, hey, es gibt Hilfe, es gibt Möglichkeiten, kontaktiere mich bitte. Ja, und da ist ja Prescotts Bruder verstorben. Ja, oder hat sich genau, da war nämlich was. Und Doug Prescott hat letztens auch was auf seinem Tape Ask for App, genau, geschrieben gehabt, so nach dem Motto, mach es, ja, weil es ist nicht schlimm weiter. Und ich glaube, genau das ist der Grund, oder das ist ein Grund, weswegen sie Ridley auch zu Hause gelassen haben. Und möglicherweise ist dieser ganze Druck, Julio weg, du bist jetzt die Nummer 1. Ja, vielleicht spielt das alles da ein bisschen eine Rolle. Deswegen umso besser, wenn Pitts da ein bisschen was wegnehmen kann, ja, und gerade dort mit umgehen kann, um Kevin Ridley ein bisschen Zeit zu geben. Denn das kann, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber manchmal ist es halt Kopfsache. Ja, also das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Deswegen glaube ich, brauchen wir da einfach nur ein bisschen Zeit, bis Ridley wieder da ist und alles andere außer noch mehr Druck aus. Umso mehr habe ich mich gefreut, als Ridley in der Endzone den Touchdown gefangen hat. Wo ich dachte, ja, das kann endlich wieder der Einstieg für ihn in die Saison werden. Ja. War ja leider nicht so. Ich habe auch nochmal geschaut, weil ich wusste, dass Kevin heute nicht kommt, Kevin Kiel nicht kommt. Er geht nächstes Jahr mit 15 Millionen garantierten Money in die Saison, in seine letzte Saison, und danach geht es um eine Verlängerung. Weiß auch nicht, wie viel das in einem Kopf mit einem macht, um einen neuen Vertrag spielen zu müssen. Ne? Ich meine, es ist ja auch eine gewisse Drucksituation. Wer mal vielleicht auf Zeitvertrag gearbeitet hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich hoffe das Beste für ihn. Talent hat er und ich hoffe doch auch, dass er sich wohlfühlt in Atlanta. Und wir würden ihn alle sehr, sehr, sehr gerne weiterhin hier sehen, denke ich mal. Natürlich. Definitiv. Müssen wir nicht reden. Also Ridleys Touchdown war, glaube ich, der 28. Receiving-Touchdown seiner Karriere. Damit ist er in Atlanta in den ersten 4 Saisons Nummer 2 hinter Andre Rison, der 33 geschafft hat. Also kann er noch einholen. Er ist mit der erfolgreichste Receiver. Wie man das nennt. Und also definitiv, wenn man ihn wiedersehen kann. Also, wenn wir Ridley auf die Bahn bringen können, zusammen mit Pitts in dieser Offense, dann haben wir wieder ein super Angriffsduo. Ja, und beide schaffen sich gegenseitig Separation und Anspielmöglichkeiten oder öffnen das Spiel für den jeweils anderen. Das wäre Wahnsinn, wenn wir die beiden gescheit auf die Straße kriegen. Beast schreibt hier auch, ich finde, Pitts sieht aus, als würde er schon seit Jahren mit Ryan zusammenspielen. Das mal so als Gegenpart beziehungsweise als Option, dass Ridley da ein bisschen Druck, Entlastung kriegt. Ja, das war definitiv schön mit anzusehen. Ja, schauen wir mal, was mit Ridley wird. Also man kann ihm wirklich nur das Allerbeste wünschen. Ganz kurz zu Matt Ryan noch. Mhm. Er hat die letzten 4 Spieltage mit einem Quarterback-Rating über 90 auch abgeschlossen. Ne? Also gegen die Giants 111, Washington 111, New York Jets 109 und Miami 95. Das ist krass. Also wer auch immer sagt, der ist washed, der weiß ich nicht, was das für Clowns sind, aber der wirft die Bälle in so enge Fenster auch wieder, er bedient die Receiver so optimal mit dieser O-Line. Das ist der Wahnsinn, was der liefert für uns. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, wir wären mit keinem anderen auch nur annähernd irgendwie so erfolgreich. Ja, wir haben ich habe mit den Miami-Jungs auch nochmal gesprochen gehabt, auch über diese ganze Quarterback-Situation, die ja bei denen vorherrschend waren. Ja. Wer nochmal da einsteigen möchte, sehr zu empfehlen, der Talk mit Tobias aus Paderborn. Ja, schöne Grüße nochmal. Was haben wir auch gelernt? Der kürzeste Fluss fließt durch Paderborn. Ja, Dominik wollte gleich damit mal flexen, ja, um ein bisschen anzugeben mit dem Wissen. Sehr, sehr spannend zu sehen, wie auch andere Franchises mit dieser Rebuild- und Quarterback-Situation zu tun haben. Ich glaube, so richtig, richtig schwer wird es uns fallen, wenn in 1-2 Jahren Matt Ryan wirklich nicht mehr da ist und dann der neue Quarterback kommt. Ich glaube, dann, ja, werden wir in diese Situation kommen und so schnell nicht nochmal sagen, ey, wir brauchen einen neuen Quarterback. Oder dann geht es in diesen Teufelskreis immer wieder dann sofort nach einem neuen Quarterback zu brüllen und zu schreien, weil das können die Dolphins auch nicht mehr hören oder zumindest die Fans, die
so gepolt sind, zu sagen, ey, gib ihm doch einfach mal Zeit. Ja, Rosen haben sie mehr oder weniger nach, ich glaube, 6 Spielen abgefertigt. Er hatte keine Zeit dazu zu arbeiten. Ja, und ich glaube, bei Tour ist es jetzt das 12. Spiel, 13. Spiel dürfte es jetzt sein. Zu dieser ganzen Der hat 4 Touchdowns geworfen. Ich weiß gar nicht, was die ihn kritisieren wollen. Super gespielt gegen uns. Ja, aber jetzt kommen die ganzen Watson-Gerüchte, ja, und jetzt ist das auch nochmal irgendwie mit drin und jetzt wird daran wieder gekratzt und gesagt, ey, hier, komm, auf Wiedersehen und vielleicht doch ein anderer. Ja, schwierig. Also der Tobias war auch etwas angenagt und die Jungs in der Wilma waren da ziemlich auch. Es wird ja hier weiter gemunkelt mit Ryan in 2 Jahren. Gut, ja, steht fest, Vertragsende, aber würdet ihr so mit Ryan, der auf diesem Niveau jetzt schon spielt, in der kurzen Zeit unter Arthur Smith nicht behalten wollen? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch nicht, dass er aufhören wird nach 2 Jahren. Wenn der in 2 Jahren immer noch so performt, hallo, verlängert. Natürlich bleibt es aber mal dran gelegen, ob ein Spieler gesund bleibt oder nicht, aber wenn ich einem das anvertraue, dann ihm. Ich hätte kein Problem damit, absolut nicht. Ja, also, wenn er nochmal einen 2-Jahres-Vertrag kriegt, hallo. Es ist halt auch immer so einfach zu schreien, hey, wir brauchen einen neuen Quarterback, wenn man so viele Jahre so ein hohes Niveau gewohnt ist und dann nach außen schaut und dann diese jungen Quarterbacks da ein bisschen aufregender und, wie soll man das sagen, mehr Big Plays machen als dieser alteingesessene Ryan. Und dann wünscht man sich das ja auch irgendwie, dass ein Quarterback aus der Pocket rausläuft und da auch mal ein Play noch kreiert, obwohl das Play schon fast zu Ende ist. Und weil das Matt Ryan diesmal auch gut gemacht hat. Ja. Ja, also seine Mechanics oder seine Movements, hallo? Also, wie oft ist die Pocket quasi am Kollabieren gewesen an ihm dran und er macht den entscheidenden Schritt nach vorne und ist raus. Und ja, ich meine, bei dem Lauf, da hätte ich mir gerne 2 PS mehr gewünscht. Ja, da hat er sich dann vom, wer war das? Der Edger war das, glaube ich, der ihn dann eingeholt hat und ein bisschen mehr Oberarm. Ja, also, was wird er haben? So ein 40er Oberarm vielleicht, da hätte ich mir vielleicht einen 50er gewünscht, damit er halt sich den Ball besser festhalten kann. Okay, ja, aber gut, da kann man vielleicht nochmal dran arbeiten. Unglücklich gelaufen, wortwörtlich. Was man aber zu seinem Big Play sagen muss an dieser Stelle, sind auch seine langen Dinge. Also wenn er lang wirft, über die 40, 50 Yards, die Pässe sind 9 von 9 angekommen. Und mal, habt ihr das Play auf Russell Gage gesehen? Das Ding hat er 55 Yards aus dem Stand geprügelt. Das war jetzt nicht mit 3-4 Schritten Anlauf und super Biomechaniker-Wurfgeschichte. Den hat er fast aus dem Stand dahin geprügelt. Ja, kann man jetzt natürlich sagen, ja, muss man ja auch hinkriegen. Aber wo es dann immer so heißt, ja, er hat keinen langen Arm mehr. Versucht mal so einen großen Football aus dem Stand 55 Yards wegzuhauen. Versucht es erstmal 5 Yards. Du erstmal 5, ja? Ja. Ich habe im Übrigen, und mal gucken, wann ich es raushole, das Video dazu. Ja, deswegen, wir werden irgendwann zur Jubiläumssendung, wenn wir für die 50 voll machen, ja, gibt es ein Dominik London-Spezial, wie der Ball quasi, 5 Yards direkt in das, was war das, in die Klotte reingefallen ist und fast kaputt gemacht hat. Ja. Sorry. Ja, man muss auch nicht. Man muss auch keinen Patrick Mahomes dann haben oder auch einen Deshaun Watson, der konnte das auch perfekt, diese Big Plays aus dem Moment kreieren, wo dann natürlich der ganze Spielzug bei dem, das ist der Fall, der fällt zusammen und dann ist vorne auf einmal trotzdem ein Tyreek Hill irgendwie frei und dann geht das Ding 60 Hertz nach vorne gefühlt. Ja, sieht schön aus, macht Spaß beim Gucken auf jeden Fall. Aber und haben die Chiefs gewonnen? Siehste, haben sie nicht. Und knapp so ein Momentum verloren. Hast du nicht immer. Aber wenn wir so einen langen Dinger werfen, dann ist das, sieht das für mich immer 100% designed aus. Bis jetzt. Guckt mal hier, paar neue Gesichter hier im Chat. Großartig. Flash21.de. Matt Ryan ist immer noch top. Gut, dass wir nicht Justin Fields gedraftet haben. Also da bezieht einer klare Kante. Und Matthäus schreibt, ich finde, der Scramble auf Ridley war Rodgers alike. Ja, also da gibt es hohe Props. Ja, Knut, Himmelreich, unser Gangrene, ja, mir kommt das ganz leicht von der Zunge, Knut, ich mache den Fehler nie wieder. Unser Gangrene-Mitglied, sag ich doch, Ryan ist immer noch top, ja, großes Pech für die Jets, Zach Wilson hat sich verletzt, der hat sich... Flacco ist doch da.
Jetzt haben sie Flacco wieder geholt, aber jetzt mal zu Zach Wilson, der hat sich wahrscheinlich ein PCL, also ein hinteres Kreuzband, so wie ich es gelesen habe, wahrscheinlich gerissen. Sollte das der Fall sein, ist die Recovery nochmal länger als beim vorderen Kreuzband. Also das ist richtig böse und das kann auch gerne mal so operativ nicht ganz so geil ausgehen wie bei einem vorderen. Ich hoffe, der Junge kommt wieder auf die Beine. Ja, man könnte es ihm nur wünschen, dass er da trotzdem noch seine Karriere macht. Hinteres Kreuzband zu reißen ist ganz, 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 ganz mies. Ja, Christian ist auch mit dabei. Schön, dass du dabei bist, Chris. Man sollte angesichts der 1-6-Bilanz in Miami jetzt mal an Tua festhalten. Ja, auch hier der unbedingte Wille, nicht sofort wieder die Dolphins quasi rauszunehmen. Die waren letztes Jahr ein Playoffs-Team, Mann. Das darf man nicht vergessen. 10-6, glaube ich, waren die, wa? Schlüssel-Matchup, Leute. Das habe ich ganz vergessen, jetzt zu sagen. Schlüssel-Matchup. Kyle Pitts gegen Xavier Howard. Du meinst, wo er die 1-1-Situation hatte? Und, ja, die 1-1-Situation gegen einen All-Time, gegen einen mehrfachen Pro-Bowler. All-Team-Pro-Spieler. Richtig, richtig genial. Ja, also ich fand auch gut, dass das Play, wo Pitts den One-Hander gemacht habt. Ja, ich wollte das eigentlich auch nochmal posten, ich habe leider die Zeit nicht gefunden, aber guckt euch das nochmal an, das ist bei Instagram Atlanta Falcons zu sehen, wie Matt Ryan von der Dynamik her, also vom Read her, erstmal nach rechts guckt und ich glaube, ich weiß nicht, irgendjemand ist kurz in die Flat reingegangen, da wäre auf jeden Fall eine Option gewesen und wie er dann letztlich blind, also mit dem nach links drehen, den Ball auf Pitts loswirft. Das ist super, super spannend zu sehen, wie das, und hier unterstreiche ich das nochmal von Beast, ich finde, Pitts sieht aus, als würde er schon seit Jahren mit Ryan zusammenspielen und umgekehrt. Das ist megamäßig anzusehen, wie Ryan eigentlich blind, also nicht blind, aber eigentlich blind, ja, mit dem Drehen nach links, mit dem Read von rechts weg nach links, ja, den Ball da reinwirft und ihn wirklich on the money direkt in den Arm reinwirft, in den linken. Hammer, ja, also dementsprechend sehr, sehr geil mit anzusehen. Ah, nicht gerissen, Ausfall wird mit 2 bis 4 Wochen angekündigt. Okay, sorry Knut, wollte da jetzt nichts Falsches verbreiten. Hier nochmal die Korrektur von der Gangrene, doch kein PCL, also kein hinteres Kreuzband, also 2 bis 4 Wochen bloß, okay, dann werden wir Zach Wilson also wiedersehen. Ja, kann man nur wünschen. Wunderbar. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und Kevin Günther, unser Kevin Ryan is washed, smasht er hier gerade in die Kommentare rein. Du musst die kleinen Wimpel dahinter klemmen, damit das als Ironie erkennbar ist. Ja, er macht einen zweiten Kommentar und feigt sich ein. Ja, ich habe auch eine Auerfrage. Dafür sind diese Wimpeln da, ja? Endlich erklärt es mal jemand. Genau. Ich habe auch eine Auerfrage von einem lieben Falcons-Fan. Ich lese die gleich mal vor, weil sie gerade da reinpasst. Wo sind sie denn? Wo sind denn meine Zettel? Hier. Ist Matt Ryan washed und warum ist die Antwort ja? Ja, das hat mir tatsächlich jemand auf Instagram geschrieben. Wir haben es ausdiskutiert. Kennt ihr nicht den Tide Washer da? Cold Wash ist warte, wir haben es ausdiskutiert und Instagram braucht jetzt noch 2 Wochen, bis sein Account wieder freigeschaltet ist. Ich habe da was geregelt. Nein, Spaß beiseite. Wir hatten eine nette Diskussion, war ziemlich spaßig. Also von daher, die Auerfrage ist dann auch schon erledigt. Ja, wir sagen, Matt Ryan ist nicht washed und er hat auch keinen Nudelarm, wie Kevin hier aus Kiel gerade schreibt. Nein. Und er ist auch nicht mobil. Oh, er ist richtig auf Zack. Kann mir einer sagen, wo Kevin gerade unterwegs ist, dass er hier so hatet gerade? Ich kann es dir genau sagen. Kannst du mir genau sagen? Du bist doch unser Vortrage. Ja, ey, Kevin, leg mal Handy weg. Du, das Blut ist ja gerade wieder an falschen Stellen. Komm mal wieder klar. Wir wollen keine und komm mal wieder rein hier in den Stream. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral, Junge? Wir gerade bei Nudelwitzen sind, ne? Ey, ich will nicht das Video bei YouTube als FSK 18 hier deklarieren müssen, ja, weil mehr sage ich dazu nicht. Dementsprechend er guckt sich die ganze Zeit diese Matt Ryan Pitts Szene an und da geht das Blut halt mal in die falsche Richtung. Okay, großartig. Na gut. Dominik, du hast unser Fachitaliener hier. Was ist denn die powervollste Nudel? Rigatoni. Ich bin absoluter Penne-Fan. Ich finde, über die Penne geht einfach nichts. Es ist einfach so. Klassisch immer noch die beste. Und, ist ja auch schön, das wird schön stabil, ja. Richtig robust. Wieso kann ja sein, dass Matt Ryan so einen Nudelarm hat, ne? Die beste Nudel verteilen. Ich halte mich da raus. Aber wieder zurück zum Thema. Ich bin ja wirklich gespannt auf so manche fachlichen Meinungen beim Quarterback-Rating, die wohl diese Woche oder nächste Woche wieder rauskommen. Aha.
Du sprichst wahrscheinlich offizielle Ratings an. Dane 69 ist hier mit drin mit einem, wie heißt der von der Muppet Show? Elmo. Das ist Sesamstraße. Sesamstraße. Entschuldigung. Mann, oh Gott, wie konnte ich das nicht verwechseln? Sesamstraße. Muppet Show? Muppet Show ist. Rennt da nicht auch so eine Fliege rum? Ist kein Muppet. Also nicht außer Muppet Show, es ist Elmo, der mit Andrea Bocelli gesungen hat. Verstehe. Mit Andrea Bocelli, für alle, die es nicht wissen, der blinde Andrea Bocelli, oder? Der ist, der kann nicht gucken, genau. Großartig. Frage von ihm hier mit rein und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist so eine oder andere Auerfrage so ähnlich gewesen. Wo seht ihr das Team am Ende der Saison? Glaubt ihr, die Playoffs sind möglich? Die Frage möchte ich jetzt an Kevin stellen. Also, ich hatte ja genau, jetzt am Anfang der Saison, glaube ich, gesagt, dass wir 10-7 stehen werden und in die Playoffs kommen und den Super Bowl gewinnen. Okay, nein, letztes habe ich nicht gesagt. Jetzt schmeiße ich aus dem Stream. Nee, aber ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, dass ich meinen Stand korrigiere. Dabei bleibe ich auch noch erstmal. Aber ich finde, das Team hat sich so gut entwickelt in den letzten Wochen, sowohl in der Offense als auch in der Defense und nicht nur irgendwie jetzt für eine Woche, sondern wirklich konstant. Und also ich habe die Playoffs noch nicht abgeschrieben. Ich glaube wirklich, wir können es noch schaffen mit etwas Glück. Also müssen wir mal schauen. Es muss jetzt vieles klappen. Wir dürfen uns nicht so viele Fehler erlauben, zum Beispiel jetzt das nächste Spiel gegen die Panthers ist dahingehend ein Must-Win. Wenn wir das nicht gewinnen, ja, dann wird es schwierig. Aber sonst? Ganz kurz mal ein paar Zahlen dazu, weil ich habe letztens beklagt, dass ich dafür leider bei PFF nicht sehen können, wie die Vorwoche aussah. Ich habe meine alten Skripte gefunden von letzter Woche und habe das einfach mal dazu getan. Ist das nicht schlau? Ist das nicht schlau? Von daher sind wir beim Gib diesem Mann einen Award. Ja, ich war selber überrascht. Pontsport haben wir 135 Punkte gemacht, damit sind wir von 28 auf den 23. Platz gekommen. Points allowed da haben wir leider ein bisschen eingesteckt, da sind wir von 21. Platz auf den 25. zurückgefallen, aber overall gesehen sind wir von 25 auf 20 hoch, also wir sind da auch gehend von den Grades besser geworden, Offense von 20 auf 17, Defense sind wir geblieben und Special Teams von 29 auf 22, also wir bewegen uns auf die Schnittstelle zum mittleren Drittel, ja, und wollen uns so langsam den Titel Average quasi erspielen. Und ich denke, Kevin hat da recht, um die Frage quasi von Elmo, hätte ich es fast gesagt, zu beantworten. Wenn wir wirklich noch um die Playoffs mitreden wollen, und ich bin ehrlicherweise überhaupt noch gar nicht in diesem Modus drin, Playoffs, könnte was werden, weil ich habe, glaube ich, 6-11 getippt gehabt. Dann wäre jetzt ein Sieg gegen die Panthers, der möglicherweise möglich ist. Die kommen von 0-4, also 4 Niederlagen. Ja, die letzten 4 Spiele und die haben richtig, richtig Bambule gerade. Die haben Sam Darnold gebancht. Ja, und die Community war auch richtig pissed dort in der Wilma, was da los ist, ja, was da gerade passiert. Er wird zwar starten gegen uns, aber das ist auf jeden Fall knackig gerade. Nach 3 Siegen in Folge, 4 Niederlagen. Ohne McCaffrey, ja, mal sehen. Also das könnte eine knappe Kiste werden, vielleicht haben wir eine Chance, aber dann, wenn wir Playoff fahren, dann müssen wir definitiv die nächsten beiden Spiele gewinnen. Oder was Nico? Ich einfach... Achso, Entschuldigung, Dominik? Ja? Nee, erst Nico. Nein, erst Dominik, bitte. Ach, Mensch, gut. Was sich auch einfach zu den letzten Jahren ändern muss, ist, dass wir unsere Hausaufgaben in der eigenen Division machen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Division-Siege wir überhaupt in den letzten Jahren so kumuliert geholt haben, aber es war sehr, sehr wenig. Wir haben letztes Jahr gegen die Saints zweimal mit einem Backup-Quarterback verloren. Darnold ist jetzt dieses Jahr dran, bei den Panthers zu schwächeln. Was heißt zu schwächeln? Er war ja schon bei den Jets nicht überragend, obwohl ich ihn immer noch für einen okayen Quarterback... Gut. Ja, ich halte ihn immer noch für einen okayen Quarterback. Und wer in die Playoffs kommen will oder zumindest mitreden möchte, der muss in seiner eigenen Division seine Hausaufgaben machen. Das sind immerhin 6 Spiele in der Saison. Gegen die Buccaneers, bin ich ganz ehrlich, erwarte ich mir nicht jetzt groß allzu viel. Aber die Saints sehen nicht gut aus. Die Panthers sehen dieses Jahr nicht so gut aus. Also man sollte aus den 4 Spielen mindestens
zwei Siege und zwar zu Hause die beiden holen, plus optional auswärts das ein oder andere. Könnte möglich sein, ohne jetzt irgendwie arrogant hochfliegen zu wollen, aber die Saints haben gespielt 13-10, glaube ich, gegen Seattle. 13-10 nur. 10. Das ist nichts. Das ist fast ein Fußballergebnis. Ja, und dementsprechend kannst du es auf jeden Fall was Winston werden, oder? Winston darf ja auch nicht werfen, ne? Winston darf ja diese Saison auch nicht wirklich werfen. Winston? Das würde unser Backfield sehr gut kommen. Ja, Hausaufgaben machen, da sprichst du genau das Richtige an, Dominik. Wir sind in der eigenen Division. Die Siege der letzten beiden Jahre kann man an der Hand abzählen. Das ist, ich glaube, 3, maximal 4. Wenn ich jetzt richtig überlege. Letztes Jahr, glaube ich, nur ein einziger gegen die Panthers. Das war nichts. Und wir haben eine fantastische Ausgangsposition. Wir stehen 3-3, sind auf dem 500-Record zurück. Es fehlt jetzt wirklich ein Sieg in der eigenen Division. Und das Momentum steht eher gesagt gerade zu uns. Die Panthers, wie gesagt, 0-4. Die Saints sind absolut schwach. Also wie die sich gegen Seattle geschlagen haben. Ich habe nachts ein bisschen während des Schlafens mal so drauf geguckt. Also es hätten die Seattle Seahawks mit Russell Wilson gewonnen, aber sowas von. Ja. Hätte, haben sie aber nicht. Hätte, haben sie nicht. Natürlich muss man am Ende sagen, Division-Duelle sind immer noch was Besonderes. Aber es muss jetzt auch mal sein, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir sind gerade eben auswärts stark, aber heimschwach. Jetzt haben wir ein Heimspiel und Arthur Smith hat noch gesagt in der Pressekonferenz, wir müssen endlich mal zu Hause besser aussehen. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt endlich mal hin und auswärts nächste Woche darauf wieder in New Orleans auf unsere Auswärtsstärke setzen. So, weil die haben wir wirklich. Also wir haben die letzten 3 Games alle auswärts gewonnen. Wir waren nicht zu Hause im eigenen Stadion. Jetzt sind wir erst wieder zu Hause. Da ist ein Sieg extrem wichtig. Was mir aber richtig Sorgen macht, und warum ich fast bezweifle, dass wir dann am Ende doch noch in die Playoffs kommen, ist die unglaubliche Verletzungsanfälligkeit des Teams und der dünne Roster. Also wir sind in der Defense ausgedünnt. Offensemäßig mache ich mir gerade überhaupt keine Sorgen. Aber ob die Defense die Saison durchhält und zeigt euch auch den Punkteabstand groß genug zu halten für einen Sieg auf Dauer, ja, das wage ich gerade zu bezweifeln. Es ist auch ärgerlich, oder wir haben eigentlich richtig Pech, dass die das Flötenkonzert dieses Jahr so für alle, die es leider nicht wissen, in unserer Community haben wir gestern viele Gemeinsamkeiten mit der Saints und einem Flötenkonzert festgestellt, dass die so ein unfassbares Glück mit ihrem Schedule haben. Die haben in Week 1 gegen die Packers, also das war ja mit Absicht, dass die Packers verloren haben. Also es kann mir keiner erzählen, dass ich meine das nicht mal aus Spaß oder so. Das war schon eine lächerliche Niederlage, da muss man einfach sagen. Das war ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Dann aber jetzt ist auf dem Feld. Ja, dann gestern die Seahawks, ein Team ohne Russell Wilson, ohne Identität. Also das sind eigentlich so 2 Siege zu viel, also in meinen Augen zu viel für die Saints. Das hätte so no hate, ein Sieg ist ein Sieg in der NFL, ne, alles cool. Aber wenn man das bedenkt, dass Nola eigentlich 2 Siege weniger auf dem Konto hätte, wo wir dann stünden in der eigenen Division. Hätte. Stelle klar sagen, wir haben einen Gegner geschlagen, gegen den die Saints und die Panthers beide verloren haben. Das sind die New York Giants. Und auch die sehen nicht unbedingt gut aus dem Papier aus, eigentlich. Ohne Saquon Barkley. Daniel Jones spielt jetzt, glaube ich, wieder. Richtig. Ah ja, du hast ein Fantasy-Team gehabt. Ja, er spielt wieder. Aber irgendwo sind die Giants wie wir in einer Phase doch. Es gab viel Kritik an denen, auch zu Recht am Wochenende. Aber sie spielen als Team gemeinsam irgendwo auf, finde ich. Und ich finde, das sieht man bei uns auch. Also ich finde, bei uns hat sich eine Art Teamgeist gebildet, muss man sagen gerade. Anders kann ich mir diese starke Mentalität nicht erklären auf dem Platz. Ja, naja, das ist das, was du halt in ein Footballteam reinbringen musst, ja, als Coach und was du halt vertreten musst. Deswegen war auch dieser Move am Anfang sowohl im Backoffice als auch im Frontoffice da komplett alles wegzurasieren. Wir sagen nochmal die Zahlen. Also es sind mindestens 50 Mitarbeiter komplett weggekündigt worden von Terry Fontenot. Und wir haben 29 neue Spieler im Team. Da sitzen jetzt vom Super Bowl nur noch Matthews, Matt Ryan und Dion Jones und Grady Jarrett. Das sind die einzigen 4, die vom Super Bowl noch dabei sitzen. Klar, jetzt könnte man sagen, naja, gerade Kopf der Schlange so, ja, mit Matt Ryan. Aber
da merkt man schon, dass da eine andere Mentalität ist. Und das hatten wir ja schon am Anfang gesagt. Ja, wir hätten diese Spiele gegen die Jets und gegen Miami auch noch, also letztes Jahr hätten wir die verloren, hundertprozentig. Hundertprozentig hätten wir die verloren. Ja, da wäre wieder so ein Automatismus reingekommen. Okay, alles klar. Ja, jetzt kommen sie wieder ran. Dumme Fehler gemacht und gib ihm. Ja, das hätten wir definitiv verloren. Das war diese, nennen es jetzt nicht schön Spiel oder was auch immer, dass wir die dann letztlich gewonnen haben, umso schöner. Dave sagt hier auch nochmal, Josh Harris, the German auch, oder? Ja, stimmt, du hast recht. Unser Longsnapper, ja, unser Fulda-geborener deutscher Longsnapper in der NFL, der war auch mit dabei, stimmt. Ja, man vergisst ihn leider. Für uns ja Ehrenmitglied, seitdem wir rausgekriegt haben, dass er ja in Deutschland geboren ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da nochmal bei ihm irgendwie einen Fuß ins Bein. Was sagt man nicht, einen Fuß ins Bein? Fuß in die Tür. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wäre es der Folgentitel. Kurz aus den Kommentaren hier nochmal. Noah Tschirsche schreibt, super Podcast, Jungs, vielen, vielen Dank. Danke. Noah Westbader schreibt, hi. Ja, da kommt, wo ist das? Kann man das jemand erkennen, wo er da gerade ist? München. Auf dem Foto leider nicht. Flash schreibt Mailand. Auch nochmal die Girandole, beste Nudel. Also zu unserem Thema, was wir vorhin hatten. Und es wird nochmal geschrieben von Flash weiter gegen Carolina und dann in New Orleans zeigt, ob überhaupt was geht in Richtung Playoffs. Genau das, was wir halt im Endeffekt gesagt haben. Win-Now-Modus ist jetzt von Fatih. Großartig. Ja. Und Dave schreibt hier wieder, wir haben einen Titel. Um Gottes Willen, bitte lass das. Wir haben keine Titel mehr. So, da schreibt Bieske nochmal. Schade. Wir haben auch die Jets besiegt. Die Jets haben die Titans besiegt und die Titans haben die Chiefs geschlagen. Playoffs willkommen. Ja, Bieske hat recht. Ja, also wenn man es mal so aufzieht, ja, haben wir es einfach. So funktioniert das. Super Bowl. Automatic Super Bowl, würde jetzt Jan sagen. Also wir stehen gerade besser als die Chiefs. Just saying. Wir sind auch auf Platz 3 in unserer Division. Ja, vielleicht mal an der Stelle ein kleiner Blick auf unsere Homepage. Ja, wir haben wieder ein bisschen was neu gemacht. Kevin hat im Hintergrund ein bisschen gewerkelt. Ja, wir haben so ein bisschen die Grafiken verschönert. Mega. Und wenn man jetzt mal hier sieht auf unsere Mittelleiste mit den ganzen Häkchen, ja, da ist jetzt noch einer dazugekommen. Mal gucken, ob jetzt noch einer dabei ist. Ja, hier sieht mittlerweile richtig ansehbar aus, ne? Mit den drei coolen Häkchen. Oder? Ja, sieht schick aus. Ja, vielleicht hier auch nochmal der Preview-Talk, der ist hier zu finden. Man findet unsere Game-Facts hier. Ja, Social Media, da kann auch nochmal drauf geklickt werden. Da geht es dann zum Linktree von uns. Ja, da findet ihr all unsere Podcasts und wo wir uns nicht überall aufhalten. Ja, da könnt ihr gerne auch mal einen Blick drauf werfen, falls ihr nochmal was von uns sucht. Und hier, guckt euch's an, sexy, sexy, ja, an den Panthers vorbei. Ja, was geil. Ist hier los? Ja, sieht geil aus, oder? Wir sind nur noch auf 3, nicht mehr auf 4. Ja, also. Die nächsten beiden Wochen werden für unsere Division sehr entscheidend. Und Tipps können aufgehen, vor allem, dass die Saints letzter werden. Na, mal gucken. Kann aufgehen. Wir schauen mal. Ja, das hat ja Dominik gesagt. Dominik hat auch predicted, dass mit Carson Wentz die Colts nicht. Der macht mir gerade richtig Kopfschmerzen, der Boy. Ja, Die Colts haben trotzdem gewonnen. Habt ihr den Pass gesehen im Fallen, wo er quasi. Phänomenal nach vorne. Dem Linebacker, was war das denn? Linebacker direkt in die Hand gespielt hat. Ja. Da dachte ich so, okay, das ist abgesprochen mit Dominik. Ja, also. Das war eigentlich ein Jameis Winston Spezialwurf. Dachte ich immer. Im Fallen die Interception werfen. Ja. Ja, definitiv. Also Thomas hat auf der kurzen Route nicht besser fangen können. Thomas müsste eigentlich bald wiederkommen, oder? Michael Thomas. Der schon lange Er kann diese Woche das erste Mal von der PUP runtergesetzt werden. Player unable to perform Liste. Genau. Ja. Das könnte darf er ab dieser Woche, aber ich glaube, er ist noch nicht fit. Der ist auch noch nicht fit, okay. Ja, wenn sie ihn runternehmen, wie war denn das? Dann haben sie 21 Tage Zeit, ihn dann von der. Wie war denn das? Ach, ich verwechsel das immer mit der IR. Egal. Drei Wochen, aber wenn du ihn quasi runtergenommen hast oder da drauf hattest oder auf der anderen Liste hattest, dann hast du irgendwie 21 Tage Zeit, bis du ihn wieder ins Team integrieren musst. Dann musst du nämlich jemand anders rausschmeißen und so weiter und so weiter. Naja. Irgendwie so war das. Sorry, ich bin da gerade etwas raus. Übersicht auf übernächste Woche. Ne? Laut News, ach guck mal hier, schreibt Bies gerade, Entschuldigung. Laut News braucht Thomas noch einige Wochen. Okay, also wir werden ihn in 2 Wochen nicht sehen. Das ist doch auch mal ganz schön. Ja,
gar kein Thema. Wollen wir noch ganz kurz über unsere Running Backs sprechen? Ich finde, da könnte man vielleicht noch mal so kurz innehalten. Patterson, Running Back 1 oder neuer Running Back 1. Ich meine, sowas haben wir ja in der Form nicht. Aber im Gegensatz zu Mike Davis, der, ja, wie viel hat er? 10 Yards ja, hat er gemacht. Ja, Patterson war auf jeden Fall der agilere mit 4,6 Yards pro Versuch. Ich finde, wir haben Patterson aber auch in den besseren Schlüsselmomenten diesmal eingesetzt als gegen Washington. Ja, also worauf ich hinaus möchte, ist wird Patterson quasi unser neuer Back hinten werden und Mike Davis vielleicht nur noch für die Goal-Line-Situation, wo es um Kraft geht. Sehen wir da eine Entwicklung auf Back 1? Also, wir haben ja das nicht so richtig, aber wenn wir es jetzt mal so bezeichnen, das vielleicht nochmal so als kleine Frage zur Offense, bevor wir dann in die Hours gehen. Wir sehen auf jeden Fall noch viel zu wenig von Goldman. Ich bin ja eigentlich überzeugt von ihm und immer wenn er Snaps gesehen hatte, sah der auch richtig gut aus. Ich glaube, jetzt gegen die Dolphins hatte der nicht einen Snap, kann das sein? Doch, 3 Snaps hatte er. 3 Snaps, wow. 3 Snaps. Wahnsinn. Ne? Zwei für Pässe und einen für Run. Mhm. Also zwei Run-Spielzüge und einen Pass-Spielzug. Ja. Ansonsten schwach. Also am besten gefällt mir noch unser Fullback. Ja, Keith Smith, nicht nur sexy, wenn er sich warm macht, bauchfrei, sondern auch auf dem Feld. Ja, hat einen effektiv Grade gekriegt. Ja, super Runblocker. Ja, ich habe gestern auch den Jan getroffen, haben wir uns auch nochmal unterhalten. Scheint wieder etwas moderner zu werden. Die Browns spielen nämlich auch mit Fullback. Scheint wieder etwas moderner zu werden, darauf einzugehen. Also, wenn wir die. Der hat doch auch zwei Bälle gefangen, ne? Der Smith auf dem Feld. Smith dann, hat einfach keine Fall. Drops, der Guy. Ich glaube, der kennt das Wort gar nicht. Doch, der kennt Kyle Pitts auch nicht. Letztens hat er einen Drop, glaube ich, ja. Hey, Santo. Also, Entschuldigung. Uhr hier. Entschuldigung. Ja. Nee, dann nicht das öffentliche Ansehen. Ja, sonst kann man ja wo du gerade offen hast. Lindstrom weiter sehr weit oben und sehr effektiv. Sehr solide. Hm. Ja, ist natürlich auch wichtig, dass jemand wie Lindstrom, ja, der jetzt, glaube ich, in dem Sinne sein schlechtestes Grade gemacht hat, glaube ich. Kann das sein? Also, wir können ja mal hier drauf gehen. Mit das schlechteste, sorry. Oh, nee, nicht mal. Aber insgesamt immer noch ein 83er Grade. Ja, der Junge ist einfach mal richtig, richtig gut konstant, ja, und für den Runblock, ja, elementar, ja, ein 84er Grade beim Runblocking. Der Junge macht einen richtig, richtig guten Job. Können wir sehr froh sein, dass wir ihn haben. Ja. Jalen Mayfield, magst du mal kurz schauen? Jalen Mayfield. Ziemlich weit unten, aber Spriggs, Props an ihn. Solide Leistung. Habe ich nicht erwartet von ihm, von Spriggs. Jalen Mayfield ist hier. Der Junge hat performt, ja, ein bisschen schlechter als beim letzten Mal, ja, gegen die Jets. Insgesamt unter 60 knapp. Ja, damit ist er theoretisch nach PFF-Klassifizierung eigentlich austauschbar. Ja, aber gut, er hat, glaube ich, warte mal ganz kurz, lass mich mal ganz kurz in meine Notizen gucken. Er hat 5 Pressure zugelassen. Spriggs 3 Pressure zugelassen, allerdings ist kein Sack daraus resultiert. Ja, also das war ein bisschen wackeliger. Achso, ihr seht es gerade gar nicht. Sorry, ich habe es gar nicht gezeigt. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte es aufgemacht. Sorry. Hier ist nochmal die Grafik. Ja, war ein bisschen wackeliger vom Jalen Mayfield, aber letztlich kein Sack zugelassen. Ja, aber ich finde, man sieht doch schon wieder, also man sieht eine Entwicklung immer noch. Ja, er kriegt jetzt eine gewisse Konstanz rein. 64 und 59, so. Ja, wenn das die Auf- und Abs wegbleiben und er sich da langsam hochhangelt, ja, er ist ja noch ein Rookie. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Fein. Sonst noch was Übergreifendes zum Spiel, zu der Offense, zur Defense? Irgendwas Nettes, Schönes, Statistisches? Ja. Ja, bitte. Ich glaube, Kyle Pitts hat die höchste PFF-Grade aller Spieler diese Woche bekommen. Wow. Ja, das ist richtig hochgegangen bei ihm. Der hat einen Grade gekriegt. Ja, ich guck mal ganz kurz nach. 93,5. Ja, das ist das höchste diese Woche. 93,5, das ist wirklich phänomenal.
Ja. Also der hat einen geilen Job gemacht. Und ich finde, er hat noch nicht mal so krass seine Skills, seine Body-Skills einsetzen müssen, weil die Pässe auch richtig geil angekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen, die hätte auch jeder andere gefangen, aber dementsprechend lasst den mal jetzt wirklich irgendwie ein bisschen schief geworfen sein von Matt Ryan. Ja, dann wird er noch beweisen, was da geht. Ja, also da geht auf jeden Fall ein bisschen noch was. Ich habe hier noch einen. Kevin. Ja, sorry, ich wollte bloß vorlesen. Sehr solide ist Hennessy und mit Lindstrom und Matthews ganz stabile Säulen. Hier schreibt Kevin aus seiner, wie sagt man, Sonnenliege im Solarium, wo er wahrscheinlich gerade hängt. Ich weiß es nicht. Ja, sag du bitte nochmal, Nico. Ich habe hier einen netten Vergleich von Miles Garrett auf Twitter vor 3 Stunden noch rausgesucht. Nach den ersten 6 Karrieregames in der NFL Vergleich Kyle Pitts zu unserer Ex Quintoris Lopez. Der eine, der jetzt nicht mehr bei uns ist, 488 Yards, 28 Catches, 2 Touchdowns. Pitts, 471 Yards, 31 Catches, 1 Touchdown. Ja, das ist ein richtig guter, vergleichbarer Vergleich. Vergleichbar, fantastisch. Also für um in die Kerbe mal reinzugehen, zeige ich auch nochmal die Grafik, die PFF gepostet hat, fand ich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr ansehnlich. Ja, du kannst ihn eigentlich nicht mehr wirklich Tight-End nennen, weil er am wenigsten als Tight-End aufgestellt wird. Ja, Inline-Tight-End 27%. Ja, im Slot ist er am meisten zu finden, ja, mit 43% und Wide-Out, ja, wo er auch diese geilen Catches gemacht hat, da ist er zu 30%. Also der Junge ist all over the field, ja, und wird genauso eingesetzt, wie man es sich ja förmlich gewünscht hat, ja, und wie entgegen der Meinung, oh, man nimmt ja kein Tight End an 4, weil was sollen wir denn mit einem Tight End an 4? Es ist kein Tight End, ja, es ist eine Multifunktionswaffe, ja, und wenn die jetzt richtig heiß wird, wird sie wie so in diesem Superheldenfilm alles einfach so einfach durchschneiden, ja, wie so Laseraugen, so ja, das geht richtig zur Sache. Kyle Pitts, 163 Yards gemacht, die zweitmeisten in a game bei einem Rookie Tight End seit dem Merger 1970, also seitdem es die, NFL History zumindest seit den 70er Jahren. Und er hat die meisten Receiving Yards in den ersten 6 Spielen gemacht seit Jordan Reed 2013. Er hatte 388 damals und wo ist Pitts jetzt bei 400? Was hast du gesagt gehabt? Schieß mich tot. 450, 480? Mein Gott, das habe ich wieder ruhig. Er ist auf einer Pace von 1380 Yards. Das bedeutet, Ditkas Rekord von 85, glaube ich, würde damit pulverisiert werden von 1000 noch was Yards. Also möglicherweise knackt 471 Yards, Entschuldigung. Ja. 471 Yards hatte. Noch was ich da hinzufügen muss, was ich vorhin meinte mit den 50 Jahren. Kyle Pitts ist der einzige Rookie Tight End, der Back-to-Back 100 Yards Receiving Games hatte in den letzten 50 Jahren. Auch nicht schlecht. Also, geht jetzt in den NFL-Shop und besorgt euch das Trikot. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Jojo schreibt hier auch, Kyle Pitts ist ein Monster, ganz einfach. Ja, Empfehlung einfach. Fürs Trikot, bloß die bestickten Trikots holen, nicht die bedruckten, weil Kyle Pitts spielt länger, als der Druck hält. Ja, das sind, glaube ich, alles. Immer noch nicht raus. Die sind immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Ich habe auch schon geguckt die Tage. Ja, es ist zum Kotzen. NFL, ja. Mach was, ja. Bring die Vapor Limited, wie heißen die? Vapor Limited? Vapor so Limited. Heißt die, ja. Ja. Die sind ein bisschen teurer, aber lieber die 30, 40 Euro mehr ausgeben, es lohnt sich definitiv. Dauert dieses Jahr aber, ne? Ich glaube, die NFL will kein Geld verdienen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Oder die wollen erstmal den vorgefertigten Schrott erstmal loswerden, ja, damit die Lager irgendwie frei sind. Wer weiß. Ja. Wir müssen uns hier aber absprechen. Müssen wir uns hier aber absprechen, nicht, dass wir hier alle gleichzeitig im Pitts-Trikot sitzen, ey. Ach, wieso? Hat doch egal, was. Egal. Nur alle eine andere Farbe. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. So, wollen wir in die Auerfragen gehen? Ja. Unbedingt. Ja. Unbedingt. So. Gehen wir einfach mal so ein bisschen querbeet. Ich will es jetzt hier gar nicht zu sehr sortieren. Es sind viele, viele Fragen, die da reinkommen. Danke auf jeden Fall dafür. Gehen wir mal hier rein. Sind wir ja gerade bei Pitts. Gehen wir mal in die Frage rein. Denkt ihr, Pitts kann Chase noch gefährlich werden beim Offense Rookie of the Year? Wird schwer, weil ich glaube, Chase einfach
ich glaube, Kevin hat das so schön gesagt, ist spektakulärer mit seinem Big Plays und das bleibt eher hängen. Bleibt eher hängen, wa? Mhm. Ja, der hatte jetzt auch wieder so ein schönes Play gegen die Ravens. Aus. Wo war das gegen die Ravens? Wo er da eigentlich schon getackelt wurde zweimal und dann sich da irgendwie noch rausgewunden hat. Und dann ist er 82 Yards in die Endzone insgesamt. Darf man auch neidlos anerkennen, Chase macht auch einfach eine geile, auch wie Pitts eine geile Saison. Also beide unfassbar geil. Ja. Und der liefert schon seit Spieltag 1 in dem Sinne ab, ne? Ja, ja. Er hat auch, war das nicht? Jetzt muss ich ganz kurz mal nachfragen, ich bin im College nicht so drin. War Burrow nicht auch jemand, mit dem er gespielt hatte? Nee, Burrow nicht, oder? Doch, doch, die haben zusammen gespielt. Doch, die haben ja jetzt extra Chase geholt, ja, ja. Ah, ja, okay, alles klar. Ja. Vielleicht hieß das daran, geschrieben. Also. Beast hat es vorhin geschrieben, ja, das fühlt sich so an, als wenn die schon Jahre zusammenspielen. Wenn du die Connection hast, dann weißt du auf jeden Fall, wo der Junge lang geht. Ja, das ist definitiv verkehrt. Ja, schadet auf gar keinen Fall. Philippe Franks und Pitts, beide Florida Gators. Let's do it. Let's do it, Alter. Ja, habt ihr dieses Bild gesehen von diesem geilen Catch von Pitts? Alle am Jubeln in der Bank, nur Philippe Franks guckt so. Oh, kenn ich schon. Hat er schon wieder gemacht. Ja. Boring. Ja, zweite Mal Back-to-Back so ein One-Hander. Ja, also phänomenal. Also ich bin auch völlig ausgerastet in der Wilma. Zurecht. Bei den Panthers war es ruhig. Ja, zugegeben, es war die ganze Zeit ruhig. Ja, das Spiel lief nicht ganz so gut, meine lieben Miezekatzen. Ja, Tobi, du darfst morgen dafür eins reinwirken. Nein, aber ich bin völlig ausgerastet wie im Stadion. Ja, und alle haben sich umgeguckt, was ist denn jetzt passiert? Ja, und habt ihr den Catch gesehen? Habt ihr den Catch gesehen? Ja, und die so, war doch nur ein Catch. Ich so, ja, guck mal genau hin. Ja, so. Also, nur mal so dazu den Puls bei den Jungs hoch. Absolut geiles Teil, ja. So. Also nein, ich glaube nicht, dass er an Chase vorbeikommt. Du glaubst nicht, dass er vorbeikommt. Kevin? Ich glaube auch nicht, aber die Saison ist ja noch nicht vorbei. Da kann ja noch einiges passieren. Das ist wohl sehr wahr. Das ist wohl sehr wahr. Danke für die Frage. Nächste Frage. Wer ist für euch der MVP des Spiels und wer ist die Enttäuschung? Das ist eine richtig gute Frage, finde ich. Mein MVP, ich habe es am Anfang gesagt, ich bleibe auch dabei, Matt Ryan, weil zu wenig gewürdigt. Ohne ihn wäre das einfach so nicht möglich gewesen. Egal, ob der Touchdown auf Gage oder eben diese geilen Dinger auf Kyle Pitts. Er hat auch den letzten Drive super runtergespielt, übers Feld uns geführt. Alles super. Enttäuschend kann ich eigentlich... Ja, Ridley schon ein bisschen. Defense möchte ich irgendwie ein bisschen rausnehmen, eben wegen dem Verletzungspech. Mag ich mich auf niemanden so einschießen, aber ich mag mich eigentlich auch auf Ridley nicht einschießen. Ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht. Ja, würde ich persönlich jetzt auch nicht machen. Ja. Enttäuschung ist schwierig, weil so wirklich enttäuscht, hat mich jemand enttäuscht? Also wenn du gewonnen hast, gespielt. Ja, eigentlich solide. Wir haben sogar mit Josh Harris, unserem Longsnapper, der hat sogar einen Tackle gemacht, ja, im Special. Ja, ja. Hallo. Und man muss sagen, die erste Halbzeit, die ersten beiden Quarter, das war der beste Falcons Football bisher in dieser Saison, meiner Meinung nach. 20-3 zur Halbzeit kommt mir aus London bekannt vor. Ja, aber ich finde, wir haben es geiler gespielt irgendwie. Es sah wie angedacht nach der Bye Week. Es sah richtig geil aus. Ja, wobei der erste Drive ja 3-and-out war. Ja, und dann braucht man das. Boah, hab ich mich da geärgert, ne? Ja. Bleibt aber im ersten Drive sind wir nicht sonderlich erfolgreich. Noch kein Touchdown dieses Jahr. Haben wir nicht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben das erste Mal und deswegen konnten wir damit auch unsere Special Teams Schwäche vermeiden, nach der Halbzeit ein langes Kickoff Return zu kassieren, weil wir dieses Mal, wie waren das eigentlich? Haben wir den Cointos gewonnen oder das haben wir ihn verloren? Wir haben ihn tatsächlich gewonnen. Ja. Ganz ungewohnt. Ganz und ungewohnt. Dann entscheiden wir uns noch zu kicken und nicht zu receiven. Das hatte ich auch reingeschrieben in die Gruppe. Ich war völlig überrascht. Was ist hier los? Ja. Ach, schön. Okay. Von daher haben wir schon die MVPs gehört von Kevin und Nico? Nein. Dann haut mal raus. Ja.
Okay, sag du erstmal, Nico, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, gut, die Zeit gebe ich dir. Player of the Game für mich, Entschuldigung, dass es nicht Kyle Pitts wird und auch nicht Matt Ryan. Young Wei Koo. Eiskalt zum Schluss. 3 von 3. Ja. Mhm. Und ja, die Eier muss man auch erstmal. Enttäuschung, haben, ne? Ja, ich feiere den so hart, ne? Enttäuschung, schwierig zu sagen, aber ja, der, von dem ich mir wirklich mehr erwartet habe, und eigentlich die ganze Saison mehr erwarte, was ich schon angesprochen habe, ist einfach Calvin Ridley. Und wenn er wirklich was Mental Health ist, dann tut es mir sehr leid, aber das kann ich jetzt in dem Sinne nicht beurteilen, weil ich es ja nicht offiziell weiß oder nicht. Es ist ja nur eine Vermutung. Mhm. Und in dem Sinne, ja, erwarte ich da ein bisschen mehr eigentlich. Mhm. Kevin? Wir müssen keine Big Plays haben, aber zumindest keine Fumbles in den Armen des Gegners. Ja, das war unglücklich. Ja, ist auch böse formuliert das jetzt. Das war sehr unglücklich. Hätte man auch anders werten können, wahrscheinlich, ja, dann. Kevin. Also, für mich ist es einfach Kyle Pitts. Ich hatte so viel Spaß und allein auch dann auf Twitter nochmal die Spielzüge zu sehen, wie er die Bälle gefangen hat. Ey, das macht einfach Spaß und deswegen ist er für mich der MVP des Spiels. Die Enttäuschung? Ja, ich habe mich immer noch nicht festgelegt. Ich würde jetzt eigentlich auch Ridley sagen, aber ich finde, der hat auch ganz solide gespielt. Statistiken, ja. Ich würde jetzt jemand anderen sagen. 10 Targets, 4 Pässe gefangen. Ich meine, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren. Ich glaube, ganz am Ende, als Kuh den Kick reingemacht hat, hatten wir, glaube ich, kurz davor eine Flagge von Josh Andrews. Hm. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist er wieder da und dann direkt eine Flagge. Und dann, das ist mir gerade so eingefallen, dass mir ein bisschen blöd aufgefallen ist. Stimmt. Josh Andrews. 5 Yards mehr. Mann. Ja, an dieser Stelle danke an Christoph Albert, meinem besten Freund, für diese Frage. Ja, wir gehen da nicht näher drauf ein, warum. Ja, aber in dem Fall hat er sich eine Schwere ausgesucht. Alessandro, du hast natürlich recht, 10-4. Ich bin in meinen Stats falsch abgebogen gerade. Es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dafür sind wir gut, da, dass, gesagt hast. Dass wir uns alle so an die Hand Form nehmen dann, und dementsprechend hier zusammen das Ganze vollführen. Das ist doch so schön. Mein MVP, Arthur Smith, sehr gutes und solides Play Calling von Alex Wurzer aus dem Kommentar heraus. Ja, kann man auch so nehmen. Von daher. Wir haben jetzt gewonnen, der letzte Drive hat gesessen, waren 2 First Downs. Wenn das wie gegen Washington gelaufen wäre, ist es aber nicht. Was glaubt ihr, passiert mit Ryan nach der Saison? Kommt ein Rookie oder bekommt er noch ein Jahr? Wir hatten die Frage ja so halb schon vorhin drin gehabt. Mutmaßungen von eurerseits? Tank for Rattler. Also, Tank for Rattler, genau. Ja, ich habe jetzt wirklich bisher alle Spieltage, außer als wir in London waren, mir die College-Teams so ein bisschen angeguckt, so alle mal so ein bisschen durch. Ich muss leider sagen, dieses Jahr auf dem College ist wirklich niemand dabei gewesen, der mich endlos überzeugt hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Tenor, den ich so in der Presse lese, dass dieses Jahr definitiv kein Quarterback an 1 weggeht. Es wird nichts aus dem Draft kommen, was Matt Ryan gefährlich wird. Hot Take, ich weiß, nach 7 Wochen oder 8 Wochen, nee, 7 Wochen. Vielleicht irgendwas Development-mäßiges, wenn man mit Frank sich zufrieden ist. Also ich habe persönlich nichts gesehen, was mich überzeugt auf dem College dieses Jahr bisher. Viel schöne Edge-Rusher dabei, aber wenig auf Quarterback. Schade, dass Kevin aus Kiel nicht hier ist. Der guckt ja auch ganz fleißig. Der ist immer noch in der Sauna. Er ist immer noch in der Sauna und macht sich einen schönen Tag. Viel Spaß in der Sauna, Kevin. Ja, wir machen derweil den Job hier und vertreten dich würdig. Würdig? Weiß ich nicht. Doch. Also ich würde ja sagen, Kevin wäre für einen Running Back in der ersten Runde. Unbedingt. Ja, würdige Vertretung. Never get old. Ja. Ja. Man hat gesehen, aber das hatten wir, das habe ich mit dem Tobias ja besprochen gehabt, glaube ich. War das richtig? Ja, genau. Am Freitag gab es das. Wie wichtig die O-Line ist. Tobias hat es für die Dolphins ja auch nochmal angesprochen gehabt. Wir haben ja auch diese Thematik mit der O-Line ja mehr oder weniger ständig irgendwie. Und da kommt ein, wie ist er gleich nochmal? Jackson? Wie ist er Jackson? Bei den Browns? Hilf mir. Oh,
Ah ja. Nicht schlafen, Jungs. Ja, ich bin gerade ein bisschen dran vorbei, ich weiß nicht. Aber Jackson, ich weiß auch nicht, wie er genau heißt. Es ist aber kein Jackson gewesen, bin ich der Meinung. Ich habe das Spiel mir ja angeguckt. Oh, das sah wahnsinnig geil aus. Aber die O-Line macht doch einfach einen geilen Job bei den Browns. Das ist es halt. Du hast halt die geile O-Line und dann kannst du da hinten den dritten Running Back in dieser Saison hinstellen, der über 100 Yards macht. Ja, der hat irgendwie 146 oder so gemacht. Ja, also wir wären froh, wenn wir überhaupt jetzt mal einen hätten, der 100 macht. Ja, die Browns haben mittlerweile 3. Ja, und jetzt kommen die zwar alle wieder aus den Verletzungen, ja, vielleicht haben sie noch einen vierten. Wenn du die O-Line hast, dann brauchst du auch keinen Running Back auf 1 oder 2, Runde 2, sondern naja. Wie auch wissen, immer. Was können muss er schon, aber wenn es so viele schöne Edge-Rusher gibt, dann würde ich auch also sagen, ich persönlich muss kein Quarterback mehr draften. Ja, also klar, man muss das immer schauen und immer auf dem Markt sich umschauen, definitiv. Aber meine Lieblingssituation, ja, ihr wisst es ja, weil ich bin so mit ihm, ja, Josh Rosen, mein neuer Liebling, der lernt jetzt einfach 2 Jahre, vielleicht noch 3, ja, je nachdem, wie lange Matt Ryan macht. Ja, wenn er nicht mehr spielen sollte, bitte Herr Rosen übernehmen. Ich glaube, dann ist er fit mit Arthur Smith Scheme. Ja, und Matthäus schreibt das auch nochmal, behaltet im Kopf, dass Ryan im zweiten Jahr unter dem neuen Head OC richtig abgeht. Ja, und das stimmt. Ja. Also die erfolgreichen Seasons hatte er unter Shannon auch in Jahr 2. Besser wurde er. Ja, unter Kötter war es einfach immer scheiße. Aber letztlich. Das ist auch gar keine andere Chance. Er hatte auch gar keine andere Chance gehabt. Er hat in den 4, 5 Jahren. 5 Losing Seasons gehabt, glaube ich, war das, und 4 davon Kötter. 1 davon Sarkisian, das zweite, glaube ich. Ja. Aber ja. Matt Ryan in 2 Jahren, meine Meinung wäre, der startet nochmal eine MVP-Saison. Von mir aus, gerne. Ich bin mir da 100%ig sicher, wieder. Jetzt läuft der Trend, ich traue ihm das zu. Ich glaube, dafür ist seine Base zu niedrig, sein Ansehen zu niedrig unter den NFL-Leuten, die das zu wählen haben. Traurigerweise leider glaube ich ja. Man muss aber auch sagen, wenn man das auf den Arm schieben will oder auf das Alter irgendwie, aktuell steht Brady in der Debatte zum MVP der Saison, aber ganz weit oben. Ja. Und liegt natürlich auch daran, dass er ein super Team um sich rum hat, finde ich. Aber das kann mit Ryan auch immer noch erreichen. Und Rodgers war auch jetzt in dem gleichen Alter wie Ryan jetzt, dann ja älter, als er letztes Jahr seine MVP-Saison hatte. Natürlich hat Rodgers auch ein bisschen. Diese Geschichte mit dem Alter, ich glaube, es zeigen genug Quarterbacks gerade, dass das Alter überhaupt kein Thema ist. Gibt Situationen, wo es ein Thema ist, aber. Big Ben. Liebe Grüße an Christoph. Aber ich glaube, bei Big Ben immer. Viel Spaß nachher auf Discord. Hierbei. Was hat der Körper von dem Quarterback auch schon alles mitgemacht? Gewichtsaufnahme, Gewichtsreduktion. Vollbart. Kein Vollbart. Von Season zu Season. Ja, haben wir noch eine Auerfrage? Juju Smith im Team, hallo. Ja, das kann die auch. Die Tänze, ja, dann auch. Oh. Ja. Das würde ich auch Depression kriegen. So, wir haben die Frage von letzter Woche wiederbekommen. Ja, wir haben fleißige und sehr aufmerksame Zuschauer, die gehört haben, Mensch, einfach mal um eine Woche verschieben die Frage. Ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche sie ist. Nämlich, wie wäre es, wenn ihr diese Woche mal das Rescue-Schedule durchtippt? Ja, und vielleicht gehen wir es mal einfach mal gemeinsam durch. Ja, oh ja, dazu springen wir natürlich auf unsere sexy Seite. AtlantaFalconsGermany.com. Ja, wer sie noch nicht kennt, einfach mal draufspringen. Da gibt es hier eine schöne Leiste. Guckt mal hier. Ach, das hatten wir schon. Okay, alles klar. So, gehen wir gleich weiter. Und zwar Spielplan. Unter Atlanta Falcons findet ihr den Spielplan. Und ein schönes Bild. Also wirklich, Kevin, ich muss dich einfach mal loben. Die wird wirklich von Woche zu Woche schöner, diese Homepage. Du gibst dir da so viel Mühe und investierst Zeit. Sieht toll aus. Ganz, ganz sexy auf jeden Fall. Also nutzt mal die Gelegenheit und kommt mal drauf. Ja, wir haben auch schon... wir haben noch nicht das Ergebnis hier gemacht. Gerade noch gelogen. Sorry, Kevin. Aber auch Kevin hatte Victory Monday, Leute. Genau, auch Kevin stimmt. Hat Victory Monday. Ja, hast du recht. Das waren die Falle auch mal. Böse. Also, hier ist unsere reguläre Saison. Hier unten ist dann der Link für die Postseason. Der kommt dann noch. Nein, Spaß. So, also, gehen wir mal durch. kurzes Statement, ich sehe euch jetzt nämlich nicht. Deswegen, also, Carolina Panthers, Win oder Niederlage? Müssen wir dicker gewinnen. Win. Dicker okay. Win. New Orleans Saints? Oh, bei den Saints. Oh. Das wird ein Win. Also Panthers bin ich auch für ein Win und Saints bin ich auch für ein Win übrigens. Okay.
Cowboys. Lost. Das wird eine dicke Niederlage. Das wird wohl eine Niederlage, das glaube ich auch. Ja, die Patriots, Thursday Night soweit. Game. Dieses Jahr ist es soweit. Das sehe ich genauso wie du, Dominik. Also wenn wir da als komplettes Team auftreten können, wir schaffen das. Wir gewinnen. Wir schaffen das. Ärmel hoch, Gürtel enger schnallen, wir schaffen das. Super. Ja. In Jacksonville, unter warmer Sonne, sind wir von Miami schon gewohnt. Lawrence sieht ja mittlerweile ganz cute aus. Gefällt mir schon, wie er spielt. Auch ein Win. Auswärts in Jacksonville. Ja, ihr seid alle so. Ihr dürft, wir sind auswärts stärker bis jetzt gewesen. Ja. Ein vorsichtiger Win auch von meiner Seite aus, aber ich sehe es nicht so deutlich wie ihr. Jacksonville, wir sind nicht. Mark my words. Wir können in Jacksonville gewinnen. Du willst dir bloß ein Alibi-Türchen hier aufbauen, gerade wieder. Ja, möchte ich nicht. Nur, wir wollen es ja ein bisschen realistisch halten. Ja, verstehe. Na? Dann also gegen Buccaneers zu Hause ein Win. Wenn wir Nein, brauchen wir nicht reden, oder? Das ist, denke ich, mal klar. Panthers dann auswärts. Ich sag Win. Auswärts gegen die Panthers. 1-1 dieses Jahr, Pari. Carolina. Wir schlagen sie zweimal, Win. Ja. Glaube ich auch. Gut. Ich gehe mal mit. Ja, ich gehe mal mit. Okay. Wir brauchen mal wieder Doppelwin in der Division. In San Francisco. Los. Komischerweise gegen San Francisco sehen wir eigentlich immer ganz gut aus. Vor allen Dingen. Vor zwei Jahren haben wir die weggeputzt. Es ist immer erstaunlich. Es gibt ja so in Geschichten des Sports so Teams, gegen die man einfach gerne spielt, egal wie schlecht oder gut man gerade selber oder eben die anderen sind. Ich habe so das Gefühl, so 49ers ist so unser Team. So, aha. Ja. Okay. Wir sind das Kryptonit der 49ers jetzt. Okay. Schauen wir mal. Hopefully. Also, du sagst Win. Ja, go for it. Los. Win. Ja. Ich bin vorsichtig, aber dann gehe ich lost bei den Jaguars. So, Ausgleich. Okay, verstehe. Ich bleib jetzt bei dem, was ich geschrieben habe hier, damit wir ungefähr zusammenzählen können. Detroit Lions. Ich glaube, das verlieren wir. Ja, wenn wir jetzt gegen die Lions, das war letztes Jahr schon so beschämend. Todd Gurley, so lieb ich ihn habe, immer noch für mich das Sport-Meme des letzten Jahres, wie er da versucht hat, diesen Nicht-Touchdown zu erzielen. Nein, dieses Jahr müssen wir. Hast du die Lions gegen die Rams gesehen? Das Spiel war so gut am Anfang. Ja, von okay, Lions. aber da haben sie auf voll alles gegangen. Da haben sie, denen war ja alles egal in dem Spiel. Da haben die Football par excellence, Leute. Da haben sie ja alles rausgeholt. Ein Onside-Kick. Gleich beim ersten Kick, ne? Ein Punt-Fake. Zwei Punt-Fakes. Ja. Den war ja alles egal. Bei 0-6, gibst du halt einfach das. Once in a lifetime, das machen die nicht nochmal. So ist es. Wer 0-6 steht. Buffalo Bills. Lose. Ciao, Kakao. Dies, das, Ananas. Back. Und New Orleans Saints. Kalten Buffalo. Zu Hause. Das X steht schon da. Zu Hause machen wir so fertig. Das X steht schon. Ich glaube, das zweite, das letzte verlieren wir. Schließ mich an. 6, 7, 8, 9, 10. 10 Siege hätten wir dann insgesamt? Ja, sind wir bei 10. Bei 10 Siege ungefähr. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Guck mal, das, was ich getippt habe. Das, was du getippt hast. Wir haben, glaube ich, getippt gehabt 7, 11. Dann letztlich haben wir gesagt, das wäre jetzt 10, 8, 10, 7. Haben wir das auf der Website stehen, wer was von uns getippt hat? Ich weiß schon nicht mehr, ob ich auch 10, 7 hatte oder 11. Kannst du dir auf YouTube nochmal anschauen in einer alten Folge? Ja, ich muss das mal raussuchen wieder. Ich weiß nicht, Mach das mal. So, nächste Frage. Wie findet ihr die Entwicklung der Defense? Gut, stark. Stark? Ja, aber wie gesagt, es bröckelt halt mit Verletzungen. Ja. Mit Vorsicht zu genießen. Dominik, du bist so negativ. Guck mal, selbst mit den Ersatzspielern spielt die doch relativ solide. Im Gegensatz zum letzten Jahr. Nein, das war nicht solide. Im vierten Quarter war das nicht gut, da war es halt richtig gut. Mein Gott. Ja. Also, ich finde, die Defense hat in den ersten Spielen größere Schritte hingelegt als die Offense. Mittlerweile ist der Turnaround in der Offense da.
Und in der Defense, wie Dominik sagt, sind die Verletzungsausfälle groß. Aber ich finde, und die Defense-Entwicklung unter Peace deutlich stärker als letztes Jahr eigentlich. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie hinbekommen, dass die gesünder bleiben, wir werden noch Spaß an denen finden. Ob dieses Jahr, weiß ich nicht, nächstes Jahr auf jeden Fall. Wir haben zumindest zwei Spiele hintereinander jeweils einen Pick. Ja, beziehungsweise zwei Picks. Der Pick 6 kommt noch, Leute, ich schwör's euch, der kommt noch. Ja, gut, Pick 6 hin oder her soll die Offense machen. Das ist mir wurscht, aber wir haben auf jeden Fall auch Turnovers kreiert. Gab schon Spiele, wo wir da auch schlecht aussahen. Also von der Warte, ja, passiert ein bisschen was. Und der ein oder andere designte Blitz von Jones hat auch ziemlich geraschelt. Also ja, also wenn wir diesen dünnen Kader etwas aufgebolstert oder geboostert kriegen, ja, dass wir da konstant bleiben, sehe ich da auch große Chancen, dass wir von dem, was war das, 24. Platz, ja, eine Top 18 Defense werden. Naja, immerhin. So, okay, jetzt kommt hier eine etwas längere. Achso, auch nochmal eine Frage zu den Playoffs. Ich lese sie hier auch nochmal vor, weil ganz witzig, schrieb mir einer, ja, sorry, ich muss dir direkt schreiben, weil der Button so klein ist. Und dann schrieb er mir, also ungelogen, so einen Text auf Instagram. Ja. Nice. Und ich dann so, ey, danke für die Frage, aber was ist jetzt die, also danke für den Text, aber was ist jetzt die Frage? Ja, und er so, oh, stimmt, da ist gar keine Frage drin. So. okay, nice. Wir haben uns gut unterhalten. Mittlerweile auch noch ein paar andere Sachen geklärt. Aber nee, schreibt mir unbedingt, wenn ihr das bei Instagram nicht passt, nutzt die direkte Message. Ja, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ja, oder Discord. Oder auf Discord, genau. Nicht bitte, jemand hatte letztens auf Facebook irgendwo diesen Button auch gesehen, weil das wird automatisch auch als Story auf dem Button gemacht. Das Ding habe ich nicht gesehen. Ja, also ich weiß nicht, ich habe keine Push-Nachricht gekriegt und bei Facebook gab es auch nicht. Ja, also bitte, wenn dann Discord oder Instagram, die beiden Sachen, aber nicht irgendwo anders, das funktioniert nicht. Twitter würde vielleicht noch im Zweifel gehen, aber bitte nicht auf Facebook, das ist irgendwie komplett untergegangen. Also da passiert leider nichts. So, also auch nochmal das Statement, wenn man aus den nächsten 5 Spielen mindestens 3 Siege holt, sind Playoffs noch möglich? Ja, oder ist es zu früh nach 2 Siegen gegen die Jets und Dolphins zu sagen? Daran anschließend möchte ich die Frage auch hier gleich weiterführen. Giants, Jets und Finns, was ist das 3-3 wirklich wert? Das spielt so ein bisschen damit rein. Also die Frage, Playoffs möglich oder ist es letztlich dieses 3-3 aufgrund der 3 Teams? Hier die Frage direkt, Giants, Jets, Finns, wie ist es zu bewerten? Ja. Vorhin habe ich gelesen, einer schrieb, oh, naja, mit den Dolphins haben wir ein 1-6-Team geschlagen, toll. Haben wir gar nicht. Wir haben ein 1-5-Team geschlagen und aus denen ein 1-6-Team gemacht. Es ist einfach so. Und was die Siege gegen die Giants wert ist, hat Nico vorhin richtigerweise gesagt, Carolina und das Flötenkonzert, die konnten nicht gewinnen gegen die Giants. So, also, was ist das wert? 3 Siege sind 3 Siege sind 3 Siege, würde Dean Peace sagen. Fertig aus. A calorie is a calorie is a calorie. So sagt man das woanders. Ja. Ganz klar, also wir haben auch Teams geschlagen, die sich in anderen Wettbewerben mit anderen Teams gemessen haben und das sehr solide, finde ich. 3 Siege sind 3 Siege und vor allem haben diese 3 Siege uns geholfen, uns als Team irgendwo aufzubauen und zu finden und irgendwo Selbstsicherheit zu bekommen. Und ich glaube, diese Entwicklung hätten wir aber auch gemacht, hätten wir jetzt auch das letzte Spiel nochmal verloren. Weil als Team, was ich auf dem Feld sehe, sieht das nicht verkehrt aus. Und gerade eben kann, finde ich, wirklich jeder jeden in der NFL schlagen. Also ich hätte es am Wochenende nicht getippt, dass die Bengals die Ravens so wegputzen. Wirklich nicht. Kann alles passieren. Ja, also von vornherein schon abwerten oder abschießen oder es ist ja bloß das Team. Ja, sorry, das lasse ich auch nicht gelten, weil das Team, die Bengals, oh, wie schlecht die Bengals, ja, hat man mal gesehen, was passiert. Also ist Quatsch. Also du musst erstmal das Team besiegen in den 4 Quartern. Ja, und dann hast du es besiegt. Ja, und vorher nicht schon irgendwie rumzetern. Kleine Frage in die Historie hier rein. Ja, wann haben die Falcons eigentlich zuletzt mal einen ungefährdeten Sieg eingefahren? Das ist ja zum graue Haare kriegen. Letztes Jahr gegen die Raiders. Da war es sehr eindeutig. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich fand eigentlich auch gegen die Jets, das war gar nicht so gefährdet, wie es am Ende aussah.
in London. Ja, kann man für die Saison auf jeden Fall nehmen. Nein, würde ich nicht sagen, weil es hätte das Momentum sich drehen können. Und wir können froh sein, dass die Jets nicht kaltblütig genug waren, das auszunutzen. Also das würde ich nicht nehmen. Das fällt schon auf, also die ersten beiden Quarter spielen wir sehr gut durch und das dritte Quarter haben wir einen richtigen Hänger. Die ganze Saison über, finde ich. Also gegen die Jets haben wir zur Halbzeit Dante Fowler verloren. Gegen die Finns haben wir alles verloren im Backfield, was irgendwie Beine hatte. Das ist schon erklärbar, warum wir gerade in der zweiten Halbzeit manchmal so einbrechen. Also wir verlieren wirklich sehr viel momentan in den ersten zwei Quartern an Spielern. Ersten drei. Nee, Fowler war schon Beginn zur Halbzeit. Und AJ Terrell ist, glaube ich, zweimal vom Feld gegangen am Sonntag. Ne? Ja, ich glaube, zweimal. Am Ende kam man nicht mehr wieder. Ja, da war ja eine Neckverletzung, ja. Ja, Oliver war gar nicht da. Und Moreau ist, glaube ich. Und Moreau ist, glaube ich, zur Halbzeit rausgegangen. Ja, auf die defensive Seite, ja. Das ist, und dann ist doch erklärbar. Du gehst mit einem Defense-Gameplan ins Spiel und musst ihn jedes Mal zur Halbzeit umstellen. Ja, das musst du ja sowieso machen. Also du musst dich ja auf das einstellen, was du dann siehst. Klar. Und personalbezogen weiß ich nicht, ob du dann unbedingt so die Option hast, alles tausendfach genau zu berechnen. Weil dann musst du einfach sagen, so, ey, next man up. Ja, wer ist im Death Chart der Nächste? Ja, und, so. Und genau, jetzt was hat Dean Pease zum Next Man abgesagt? Gibt's nicht. War das nicht Arthur Smith? Nee, ja. Das war Dean Pease, bin ich der Meinung. Next Man Up ist ein Schwachsinn. So. Ja, gut, du musst ja, wenn einer verletzt ist, musst du den in den Spieler reinbringen, das meine ich. Klar, auch. Klar. Wer ist bei uns Next Man Up? Das sind nicht irgendwelche übergroßen Talente. Das sind teilweise junge Spieler aus der 6., 7. Runde eines Drafts. Das sind Spieler, die wir uns ertradet haben, die teilweise nicht mal Snaps hatten vorher in der NFL. Ja. Das ist bei uns Next Man Up. Das ist nicht möglich. Es sind immer noch Man, die einen Helm aufhaben. Ja, also teilweise sind das noch Boys und keine Mans. Muss man auch mal so sehen. Ja? Backstreet Boys aus Atlanta. Eine durchaus interessante Diskussion hier gerade. Ja, du warst noch nie in einem Football-Locker-Room mit 60 Mann. Deswegen kannst du da auch nicht mitreden. Tatsächlich nicht, nein. Ja. Gehen wir weiter. Also, und trotzdem nochmal, die Siege gegen Jets, Giants und Finns, trotzdem wertvoll, bleiben wir dabei? Worthy genug. Also, worthy genug. Okay. Ja. Titans können Lied singen, das Flötenkonzert kann Lied singen und gegen wen auch immer die Finns gewonnen haben. Können auch ein Lied singen. So. Ohne Pitts wäre das Miami-Spiel wahrscheinlich in die Hose gegangen, Fragezeichen. In die Hose. Du brauchst alle 22 Spieler, gegebenenfalls sogar mehr als 22 bei unserem Verletzungspech. Also müßige Diskussion. Wer weiß, wer Pitts die Route gelaufen wäre. Gegenfrage. Ohne Tour wäre das Miami-Spiel für Miami an sich in die Hose gegangen, oder? Oder nicht? Oder also, Gesicki, eigentlich eher Gesicki. Den haben wir ja gar nicht auf den Boden gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Leute an dem hingen. Sportlichen Respekt an Gesicki und Gaskin, die haben brutal gespielt. Ja, Run-Game war auf jeden Fall auch, ich habe mit dem Tobi noch mal ein bisschen geschrieben danach, der meinte auch so, wir hatten endlich mal ein Run-Game. Ja, es waren auch nur so 60 Yards oder so, die Gaskin gemacht hat, aber es war zumindest für die Dolphins-Community auch etwas, wo sie sagen können, ey, das lief ja. Ich meine, wir haben es auch schön gemacht, ja, indem wir halt einfach mal vorbeigeflogen sind. Wie immer. Aber TJ Green. Tickles, die sitzen nicht. Aber letztlich, also diese Run-Defense-Präsenz vom letzten Jahr, die haben wir noch nicht, weil wir waren relativ gut letztes Jahr. Also Run-Defense. Wir hatten, da haben wir einer der besten Run-Defense. Ja. Ich glaube, Top 10 waren wir sogar. Ich glaube sogar noch weiter. Wir waren, glaube ich, sogar Top 5, was Run-Defense angeht. Ich glaube, wir haben genauso viele Run-Touchdowns kassiert wie Pass-Touchdowns sogar dieses Jahr. Bin ich so ein bisschen zurück? Ja, vielleicht ein bisschen weniger. New York waren es. Ist das jetzt ein Gefühl oder eine Statistik, die du gesehen hast? Eine Gefühlsstatistik. Wenn ich jetzt im Kopf zusammenzähle, das waren in den letzten 3 Wochen auf jeden Fall 3. Also die beiden sind natürlich rausgerechnet.
Drei, wo ist er gerade? Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Drei Rushing-Touchdowns haben sie kassiert, sag ich. Haben wir noch eine Aua? Ja, wir haben noch eine Aua. Soll ich weiterlesen? Entschuldigung. So, nach schwachen Wide Receiver-Leistungen brauchen wir einen neuen Wide Receiver aus der Free Agency? Nein. Nein. Aus dem Draft. Nächstes Jahr. Echt? Ach, du, ja. Du bist ja jemand, der sagt, Wide Receiver an 1, oder? Er also möchte gerne Burks haben, ne? Ich tendiere immer noch zwischen Wide Receiver oder tatsächlich nochmal die O-Line verbessern. Aber bin mit einem Edger auch zufrieden nächstes Jahr. Also ich, Runde 1. Ich glaube, bei der Draft-Class musst du einen Edger nehmen nächstes Jahr. Das kann sein. Düsseldorf für allerlei zum Draft, ja. Sind, best Draft Edger-Class of all time? Wäre schön. Du wirst doch von mir wirst du jetzt keine Antwort darauf hören. Wenn wir jetzt einen TJ Watt uns wieder entgehen lassen, dann ja. TJ Watt, genau. TJ Watt, da ist es. Ja, Tag McKinley für TJ Watt sitzen lassen. Nee, andersrum. Tag TJ Watt für Tag McKinley sitzen lassen. Es das ist, falsche Tee geholt. Ja, wie auch ganz schön viele Phrasen heute, hast recht. Ja. Abahu Black, ganz schön viele Phrasen heute. Ja, heute sind wir irgendwie in Dichter- und Phrasenlaune. Gute Laune. Gute Laune. Es ist Victory Week. Ja, drei back Wochen hintereinander. Back to back to back. Ja, drei Wochen hintereinander. Quasi Victory Monday und Victory Week. Die Bye Week haben wir auch geschlagen, also von daher passt doch. Ja, gut. Wie ist das Gefühl? So, ihr könnt euch erinnern an den Jungen, der mit der Nummer 76 die zwei erhobenen Finger, in dem Sinne die Mittelfinger, quasi die Kamera gehalten hat. Wie ist das Gefühl, wenn man mit mehr Glück als Können gewonnen hat? Die Frage kommt von ihm. Ja? Kann dir sagen, wie das Gefühl ist. Geil. Also, ist geil. Da hast du es, Carsten. Ja? Das geht raus an dich. Eine Stunde 52 kannst du nachher live reinschalten, ja, oder im Review und dir es genau anhören von Dominik. Es fühlt sich sehr gut an. Ja, und wenn du willst, kann ich gerne auch noch mal die Szene zeigen, als das Game-Winning Field Goal durchkam. Das wird jetzt gemein. Lassen wir nochmal ganz kurz alle Touchdowns beiseite und alle Interceptions beiseite im Spiel. Mehr Glück als Können. Drei von drei Field Goals von Kuh waren Glück, bestimmt. Und das gelockte Field Goal, gut, das allerhöchstens. Ja. Aber drei von drei Field Goals von Kuh. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint dieser Kommentar war. Ich weiß, dass er zumindest, wir hatten uns während des Spiels auch über die eine PI beziehungsweise nicht PI unterhalten. Und es war knifflig, ja, weil das eine hätte man geben können oder nicht geben können. Und bei Pitts zum Beispiel, da gab es eine PI, die meinte er, ja, warum hat er sie da jetzt gegeben, hätte er beim anderen auch nicht gegeben. Da hat er sich ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Szene dann letztlich nochmal genau gesehen und gesehen, wie der Cornerback, ich weiß gar nicht, wer das war, sich so ein bisschen reingehakt hat bei Kyle Pitts. Also lieber Carsten, wenn du es hörst, die PI ging da auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe es damals auch nicht so genau gesehen. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber jetzt mehr Glück als Können, schwierig. Würde ich jetzt nicht sagen. Also da war auf jeden Fall ein Plan dahinter. Ja, also klar, Glück gehört immer dazu. Da war jemand salty. Da war jemand salty. Ja, ich komme nachher in die WhatsApp-Gruppe und hau ihm das um. Zu viel Salz im Wasser, der Delfine, ja. Da sollte ein bisschen mehr sein, auf jeden Fall. Wo, mit wie vielen Wins, Loses stehen wir in der NFC South am Ende der Saison? Ja, kurze Platzierung. 7-10. Ich wollte ja... 7-10? 3? Sind wir an 3? Ein Flötenkonzert nervt so. Die schlagen sich mit so viel Glück durch. Ja, das Glück ist bald vorbei. Ich sag, wir sind aber auf 2. Nee, 2 glaube ich nicht. Doch, weil ja nur ein schlechter Spiel. 2 wird knackig, ey. 2 wird knackig. Ja, richtig knackig. Also zwischen 4 und 3, Tendenz zur Zeit mehr auf 3. Sagen wir es mal so. Ja, einigen wir uns. Also ich glaube, ich sag's mal so, wie ich jetzt denke. Ich glaube, dieses Spiel jetzt Sonntag, fernab von den 6 gespielten bisher, ich glaube, das ist ein sehr wegweisendes Spiel. Wenn wir zu Hause nicht gegen Carolina gewinnen sollten, das wäre schon ein großer Dämpfer. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist sehr wichtig. Werden wir aber auch wiederkommen und gegen Saints alles geben und vielleicht gewinnen. Also von daher. Ja, wie vorhin angesprochen, einfach diese Hausaufgaben zu machen. Und
Das ist so jetzt der erste Break-Even-Point in dieser Saison, würde ich sagen. Wo geht die Reise hin? Werden wir jetzt Sonntag das erste Mal so richtig sehen, glaube ich. Also aufgrund der Situation ist es möglicherweise ein Break-Even-Point. Wenn man von vornherein guckt, ja, und wir haben uns alle auch so ein bisschen darauf geeinigt gehabt, dass die Panthers ziemlich überraschen könnten. Und die ersten drei Spiele haben sie auch ziemlich gut performt. Dass sie jetzt natürlich bei 0-4 stehen, zeigt jetzt auf unsere Situation, dass es ein Break-Even-Point sein könnte. Aber also ich würde den Druck gar nicht so weit erhöhen, ja, und dann auf Playoffs schielen, sondern einfach sagen, hey, lass uns das locker so durchspielen, ja, wie wir es jetzt bei den anderen Spielen gemacht haben, scheiß auf die Playoffs, sondern wir spielen einfach das nächste Spiel. Ja, wie hat immer Raheem Morris gesagt, es steht nur 0, ja, und wir wollen auf 1-0 gehen. In dem Sinne steht es gerade 2-0. 0-0 fürs nächste Spiel. Ach so, okay. Ja. Die Frage ist halt wirklich, waren jetzt die Panthers so stark die ersten drei Wochen oder war es CMC, der die getragen hat? Weil seitdem er ja raus ist, seitdem geht es nicht nur meinem Fantasy-Team schlecht, sondern seitdem geht es den Panthers auch schlecht. Und ja. Wir sind nicht die Carolina, Christian McCaffrey hat, glaube ich, der Tackle gesagt, der linke Tackle. Ja, seitdem stehen sie, seit der Aussage stehen sie 0-4. Also da ist ein bisschen doch was dran gewesen. Wahrscheinlich könnte man statistisch so dastehen. Darstellen, also ja, muss man mal sehen. Wen fehlt denn kannst du ja mal morgen, so ein bisschen mal ranfühlen? Ja, fragen wir so, also mal ranfühlen. Ich werde mich morgen, wird auf jeden Fall knackig. Ich kann auf jeden Fall nur allen raten, kommt zu 16.30 Uhr morgen rein. Der Tobi und ich mit meinem, wie gesagt, Lieblings-Garfield Schmusekätzchen, wir hegen da ein ganz, ganz besonderes Verhältnis. Es wird die ein oder andere Floskel, Phrase und Neckerei über den Bildschirm huschen. Und dann, wenn wir können, würden wir uns wahrscheinlich auch gegenseitig in den Rhein schmeißen. Ist doch bei Köln der Rhein, oder? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Welche Stadt hast du genannt? Weiß ich nicht. Ich bin Berliner. I don't care, was da draußen los ist, Mann. Düsseldorf hat ein Problem. Ich merke schon. Du hast also morgen Geografie. Morgen die Carolina ohne Christian McCaffreys an Bord. Ohne Christian McCaffreys, ja. Nein, mal gucken. Also ich habe mich mit Tobi natürlich nach dem Spiel kurz unterhalten. Er hat auch, hat er sogar beglückwünscht? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall meinte er, hat gerade gar keinen Bock auf den Talk. Ja, das war aber kurz nach der Niederlage. ich glaube, jetzt ist er besser drauf und morgen gehen wir dann hier in die Vollen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ich freue mich auch schon riesig darauf, morgen mit dem Tobi zusammen. Gut, zwei Fragen haben wir noch, dann sind wir durch. Jetzt haben wir mal ein bisschen Hurry up hier. Genau. Wünscht ihr euch auch, dass Watson in Miami landet und weg von unserer South bleibt? Er spielt darauf an, dass die Panthers so ein bisschen in the game sein könnten, in the mix, wie es so schön heißt. Ja, was meint ihr? Nein. Willst du ihn haben? Also hier eigentlich schon. Eigentlich schon, wären bestimmt tolle Jahre, gegen ihn zu spielen. Also die Spiele werden wahrscheinlich immer spannend. Das stimmt. Wird auch ein bisschen die Division aufwerten, auf jeden Fall. Ja. Aber mir wäre es egal, ungern bei uns, lieber bei den Dolphins. Ich möchte auf jeden Fall mal wieder spielen sehen. Ich vom Spielstil war ich ein Riesenfan. Da ist ja noch ein bisschen was im Argen. Die Anhörung ist im Januar zu seinen Vorwürfen, die da gerade im Raum sind. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Wir werden es dann irgendwie erfahren. Also aber ich stelle mir das richtig knackig vor, ihn jetzt quasi für diesen hohen Preis. Wir reden ja immer noch von 3 First-Roundern, 3 Second-Rounder und einem Player, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, rufen da die Texans auf. Die wollen da die Fehler von O'Brien in den letzten Jahren anscheinend irgendwie wieder wettmachen. Ich weiß nicht, ob Panthers da Bock drauf haben, so viel dafür zu investieren, weil sie ja für Darnold. Was bringt dir der Quarterback deiner Zukunft, wenn du um den nicht mehr bauen kannst? Für die Dolphins-Fans, ihr habt es gehört im Talk letztes Mal und das wurde mir auch nochmal bestätigt in der Wilma, ja, für viele ist es so, wenn du den Quarterback jetzt austauschst, dann funktioniert alles. Ja, und das ist es halt dann auch nicht. Ja, also du brauchst halt immer noch eine O-Line zum Beispiel. Ja. Wenn man mit Ryan bei uns austauscht, funktioniert gar nichts mehr. Ja, gar nichts nicht, aber zumindest weniger. Ich will mit Ryan jetzt nicht darüber nachdenken, ob mit Ryan geht. Definitiv nicht. Brauchen wir auch gar nicht. Mit Ryan ist da. Im Gegenteil, interessante Aussage von dir, Kevin. Würde unsere Division aufwerten, sehe ich gar nicht so dramatisch mit unserer Division. Weil ich habe mir heute mal die Standings, hab mir heute die Standings mal anderer Division angeschaut. Der Osten
der ist sowohl in der NFC als auch der AFC dermaßen schwach. Wir wären sowohl in der NFC als auch in der AFC East Zweiter mit unserem Standing mit 3-3. Ja, guck mal. Und in der AFC South, glaube ich, noch, wären wir auch Zweiter. Wir sind ja momentan auf dem 8. Wildcard-Platz mit den Vikings zusammen. Also wir sind momentan in den Playoffs. Also zumindest zusammen mit den Vikings. Ja, theoretisch. Also, theoretisch. Haben aber noch ein paar Spiele vor uns. Wir lassen so, die offen spielen und nehmen dafür ihre Defense rein, ne? Letzte Frage ist keine Frage, sondern ein zähneknirschender Emoji, so mit dieser Augenbraue, der ein bisschen zerknirscht guckt. Als ich in Week 3 gefragt habe, ob Patterson Davis als Running Back 1 ablöst, habt ihr es belächelt. So, da haben wir es. Ja, ihr habt es belächelt. Und jetzt? Was haben wir jetzt? Ja, Patterson, der anscheinend Nummer 1 ist. Was ist los? Ja, habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht? Haben wir das so stark eigentlich belächelt? Daran kann ich mich so gar nicht mehr entsinnen. Wir haben einfach versucht, sich jetzt auszureden. Ja. Wir haben keinen kein Running Back 1 und keinen Running Back 2. So war, glaube ich, der Tenor, ne? Und ich glaube, das kann man auch weiterhin so sagen. Ja, also Patterson liefert bis jetzt auch immer noch als Wide Receiver super ab. Swiss Army. Wir warten über einen entscheidenden Touchdown-Lauf in der Endzone, vor der Endzone und nicht Davis. Ja. Nein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir belächelt haben, aber ihr seht, die Jungs da draußen sind aufmerksam. Ja, also alles fällt einem wieder vor die Füße, wirklich. Immer. Deswegen, und Wahnsinn. Das ist vor allen Dingen verewigt in den Festplattenrillen von YouTube. Ja. Aber finde ich auch gut. Finde ich gut. Unbedingt, ja. Unbedingt. Ja. Super. So lovely. Erzfighter Luca schreibt, meine wunderschöne lange Auerfrage gerade im Nachhinein noch gesehen. Großartig, da ist einer schon im Real Life, beziehungsweise im Versetzt Live. Ja, viel, viel Spaß noch damit. Es sind keine Kommentare weiter zu sehen im Chat. Von daher, wenn jetzt nicht noch was von euch kommt, ich gucke jetzt mal direkt Nico tief in die Augen. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Zwei Sachen noch. Oh, Dominik auch noch, okay. Aber erstmal bitte Nico. Nein, erstmal bitte Nico. Ja, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ach, du hast nichts. Okay, Dominik, bitte. Zwei kurze Sachen. Tippspiel ist wieder eröffnet. Community hat den ersten Sieg geholt. Preis ist verschickt. Dafür haben wir im Fantasy zugeschlagen, Kevin und ich, und haben ein ungeschlagenes Team bisher geschlagen. Unsere Spieler kommen auch langsam von der IA wieder runter, muss man sagen. Und wir wollten eigentlich sogar noch, also ich hatte es Kevin vorgeschlagen, Burrow draften, aber Kevin wollte nicht, also haben wir mit Derek Carr gespielt, war auch okay. War auch okay. Ja, da seht ihr es nochmal. Danke, dass du es sagst, hatte ich fast vergessen. Ja. Wir sind gleich ins Recap gestiegen und haben uns, wollten das ans Ende packen, hätte ich fast vergessen. Großartig, dass du daran gedacht hast. Super. Dann, für alle, die dabei waren, vielen, 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 vielen Dank für eure Geduld und eure Zeit, die ihr euch genommen habt mit den ganz vielen Beiträgen, Kommentaren, Fragen und so weiter. Danke an Dominik, Kevin und Nico für eure Zeit und Ausarbeiten. Ja, wir sehen uns allerspätestens morgen wieder und zur gewohnten Zeit nächsten Dienstag 17.30 Uhr. Verfolgt uns auf den anderen Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter oder auf unserem Discord-Server. Alles auf unserer Seite zu finden im Linktree. Ja, also springt damit rein, quatscht mit uns. Ja, Discord-Server sind auch alle anderen Football-Fans herzlich willkommen. Das ist ein absolut offener Server. Ja, wir machen da jetzt keinen privaten Klüngel, sondern kommt einfach mit drauf. Guckt ein bisschen, was bei uns abgeht. Ja, und vor allen Dingen guckt auch, was in Real Life quasi an Watchgame-Treffen passiert. Berlin ist Vorreiter mal wieder, muss ich jetzt einfach mal hier so stehen lassen. Ja, wir machen richtig Bambule. Wir hoffen, dass jetzt auch andere Städte nachziehen. Es haben sich so ein paar aufgetan, die ein bisschen helfen wollen. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen kommt mit dazu und lasst uns schauen, wo wir das Ganze gestalten können, dass wir dann Football zusammen gucken können. Dafür ist es im Endeffekt ja auch gedacht. Großartig. Viel Spaß euch dabei, Sonntag. Wunderbar, werden wir auf jeden Fall haben. Ja, es wird ein schönes Gamechen, ja, mit den Panthers zusammen. Ja, Dominik, habe ich gehört, wollte auch mal in Berlin vorbeischauen. Inklusive besserer Hälfte. Da freue ich mich drauf. Willst du wieder das Bälle werfen?
Ja, bitte nicht. Ja, zumindest nee, ich fange ziemlich gut. Das haben wir letztes Mal schon ausprobiert in Berlin. Wir werden vorher ein bisschen Bälle werfen. Ja, und, ja ich, kann vielleicht erst um 17, ich kann vielleicht erst um 17.59 Uhr da sein. Ich muss mal gucken. Kein Problem, Halbzeitpause, haben wir 15 Minuten Zeit. Die eine Minute reicht doch, die da rein. Das ist meine Pinkelpause. Naja, für 5 Meter brauchst du keine Minute. Selbst dein Ball fliegt nicht so lang. Gut, okay. Also, bleibt gesund und bleibt uns treu. Kommt nächstes Mal wieder. Würden wir uns freuen. Ganz großartigen Abend noch für euch. Habt Spaß. Rise up RTL und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.